Okay, und da sind wir zu einer Runde Democracy 4. Ich habe mir das schon länger überlegt und ich hatte da irgendwie schon länger Bock drauf. Wir probieren mal heute... Nee, nicht die USA. Das können wir von mir aus ein anderes Mal machen. Japan habe ich mal einen Probelauf mitgemacht, da bin ich aber total abgeraucht. Wir versuchen heute die Probleme von Deutschland zu lösen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Mal gucken, was sagt denn hier zur Bundesrepublik Deutschland? Bundesparlamentarische Republik, die 16 Bundesstaaten unter Führung des Präsidenten und der Präsidentin, weitestgehend zeremoniell, das haben sie schon mal richtig, und des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin vereint. Starke wachsende Wirtschaft, führendes Mitglied der Europäischen Union, wurde 1919 erstmals eine Demokratie. So, was haben wir hier noch? Genau, es gibt ein paar... Panayaga, das machen wir gleich. Wir haben ein paar... spezifische Sachen. EU hat Auswirkungen auf Beteiligung der EU. Der Boden hier besteht aus Boden. Verknüpfung zwischen Kohleverbot und CO2-Ausstoß. Zwischen Kohleverbot und BEP. Kohleverbot und Ölbedarf. German Culture hat Auswirkungen auf Unknown. Okay, ich bin mal gespannt, was die deutsche, also die deutsche, deutsche Übersetzung, ich glaube, die wird teilweise durchaus an ihre Grenzen kommen. Ich finde das auch ehrlich gesagt nicht ganz korrekt, was der Entwickler in der Richtung da macht. Was für Minister wird, das sehen wir gleich noch. Ich kann das Spiel gleich noch ein bisschen leiser machen. So, German Culture hat Auswirkungen auf Produktivität. Ob das nicht ein Stereotyp ist. Und hat Auswirkungen auf Verkehrsstaus. Unsere Geografie. Moment, wo ist Optionen da? Wir haben hier leider keine schönen Prozents, leider. So, Moment, hier, das ist ein bisschen ungewohnt. So, wir haben, genau, ich wollte mir überlegen, wie wir die Spielerparteien nennen. Wir nennen es mal... Ja. Freidenkende und Freiheit, das klingt schon so nach so einer Querdenkerpartei. Warte, nee, das ist ja meine Farbe, die ich ändere. Ja. Logische Partei Deutschlands. Weiß ich ja nicht. Ich würde sagen, wir nennen es die ultimative Partei Deutschlands. So, und dann haben wir noch eine Oppositionspartei. Möglicherweise eine, die nicht komplett Stereotyp ist. Es gibt leider nur maximal 3 Parteien. Das ist eins der Neuerungen in Democracy 4. Vorher war es immer ein 2-Parteien-System. Aber mir gefällt die Farbe nicht. Ich weiß, das ist assoziiert mit einer anderen Partei, die ich auch nicht gerade mag. Aber es gibt halt nur so viele Farben. Ja, die PAF, genau, das ist eine gute Idee. Wir nennen es die, Bin mal gespannt, wie krass die werden wird. So, jetzt müssen wir rot, genau, ja. Beautiful! Vom Ami-System auf Pseudo-Ami-System, genau. Schwierigkeit lassen wir mal so, wie es ist. Was ich ausgeschaltet habe, sind Attentate. Also ich weiß nicht, wie es in Democracy 4 ist, aber im dritten Teil fand ich das absurd krass. Also gefühlt, sobald du mal irgendwie Politik gemacht hast und nicht einen Polizeistaat aufgebaut hast, bist du halt gefühlt sofort erschossen worden, was ich... Ja, ich verstehe, was sie meinen, aber... Es ist jetzt nicht so, als wären hier die politischen Attentate so krass häufig. So, Anfangsschuld lassen wir mal, Sozialismus, Liberalismus lassen wir auch mal. Ist es Liberalismus oder ist es Kapitalismus? Also, es gibt, das sehen wir gleich. Von der Kürzung sehen wir auch. Hast du wohl im Amiland gespielt? Nee, das ist tatsächlich egal, in welchem Land du spielst. Ist nicht etwas dumm, dass es nur 3 Parteien gibt? Das so ein krasses Parteiensystem, also ich weiß nicht, wo Positech sitzt, aber so ein krasses Parteiensystem, wie wir hier haben, gibt es nicht überall. Wobei es natürlich Länder gibt, die noch krasser sind. Ich glaube, die Niederlande haben sehr viele Parteien, weil ich glaube, die haben keine 5%-Hürde. Wir kommen in ihrer neuen Rolle als Kanzlerin. Das Leben aller 83.782.000 Bürgerinnen und Bürger liegt jetzt in ihren Händen. Wie Sie sich ja vorstellen können, warten verschiedene Situationen und Besorgnisse auf Sie, um die Sie sich schnellstens kümmern müssen, wenn Sie gleichzeitig darauf achten, die Lebensqualität Ihrer Bevölkerung langfristig zu verbessern.
Vergessen Sie außerdem nicht, dass in 4 Jahren Wiederwahlen anstehen. Das habe ich nicht geschafft in Japan. Da bin ich nicht wiedergewählt worden. Sie werden also die Meinungsumfrage und die Mitgliedschaft unserer Partei im Blick behalten müssen. Und natürlich ist es wichtig, dass ich den Amtseid ablege. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe, das darf man weglassen. Und das tue ich natürlich auch. Also, ich habe jetzt den Amtseid abgelegt. Jetzt geht's dran. Wir haben das Kabinett. Der Typ sieht dezent irgendwie aus wie so eine Donald-Trump-Karikatur. Jede ministerielle Person hat eine ganz bestimmte Erfahrung und Loyalität und beides kann sich im Laufe der Zeit verändern. Genau. So, Banayagua wollte ein Minister werden. Genau, illoyale Minister bringen weniger politisches Kapital. Deshalb müssen sie eventuell Entlastungen oder sogar komplette Kabinettsumbildungen vornehmen. Außerdem ist jeder Minister bei unterschiedlichen Wählergruppen populär. Banayagua, wo möchtest du Minister werden? Noch ist alles frei. Wir haben 7 Ministerien. Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz verbrennen und durch ein besseres ersetzen werde. Einfach Demokratie abschaffen. Dann braucht man nicht wiedergewählt werden. Ja, da gibt's Tricks. Wirtschaft. Ja, hier, ich wollte schon sagen. Genau, als Wirtschaft. Das ist ein bisschen weird, dass wir nicht sehen, was selektiert ist. Doch, hier. Aber, okay, das ist weird. Hier haben sie es als Wirtschaft übersetzt und hier als Industrie. So. Wonach suchen wir mal? Beziehungsweise, wir haben hier die ganzen Sympathien. Creative Element, du darfst dir auch schon mal überlegen, bei wem du, welches Ministerium du haben willst. So. Pendler und Gewerkschafter. Das ist schon mal auf jeden Fall interessant. Dann haben wir hier Liberale und Gewerkschafter. Ich glaube, damit werden wir nicht so Freunde. Umweltschützer und Konservative. Olaf Stein, okay, ja. Ja. Was haben wir noch? Ludwig Schumacher, Pendler und ethnische Minderheiten. Ich meine, ja, kann man mal nehmen, ist loyal, hat nicht so viel Erfahrung. Kann ich kurz die Kategorien sehen? Siehst du gleich. Religiöse und Jugend. Religiös, das ist mir so egal. Gehen wir nach Eignung. Ich habe gesagt nach Eignung. Wieso ist... Geht jetzt. Hä? Woran errechnet der das? Ich will die Erfahrung haben. Okay, so wirklich erfahrene Leute gibt's hier. Nee. Doch, warte. Eignung und Erfahrung ist was. Ah, okay, Eignung ist hier. Gucken wir erstmal die Leute durch. Michael Böhm, Rentner und Arme. Das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, das können wir nehmen. Ist auch sehr loyal, hat wenig Erfahrung. Aber das ist okay. So, können wir ihn umbenennen? Ja, können wir. Ich wollte schon sagen, das ist ein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Ding ist. So. Von wann ist das Game? Ich weiß gerade nicht. Der ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt. 2020? So, Creative. Wir haben Sozialleistungen, wir haben Auslandspolitik, Steuer, öffentliche Dienstleistungen, Recht und Ordnung und Transport. Sozialleistungen. Wir haben nur 2 Leute, die geeignet für Sozial... Nee, hä? Das ist... Warum? Wonach sortiert der? Eigene Sozialleistung. Okay, also... Er hat bevorzugte Jobs und der hat das hier noch. Okay. Hier, das sieht doch aus wie Creative. Ja, Philamin, du kannst dir gleich auch schon überlegen, was für ein Amt du haben willst. Pendler und ethnische Minderheiten wäre gar nicht mal so kacke.
Okay, besser wird's, glaube ich, nicht mehr als ihmchen. Creative Elm. Warte, ganz so rum. So, Naftidamin, was möchtest du haben? Der soll so aussehen wie ich. Nein, das habe ich nicht behauptet. Recht und Ordnung. Boah, so, hier. Hier, Günther Jäger. Arme und Konservative. Nein. Also Arme, ja, aber Konservative. Nein. Beamtete Person und Sozialist. Verlockend. Irgendwie sieht der aus wie Olaf Scholz. Nicht Olaf Scholz, wie Martin Schulz, so rum. Man sollte seine SPD-Vorsitzenden nicht durcheinander werfen. Was habe ich für Stats? Das zeige ich dir gleich. Der ist schon mal nicht so gut geeignet, aber man kann sich halt. Wir haben halt kein Wunschkonzert hier. Die müssen halt jetzt alle in ihre Rollen reinwachsen. Ja, Chelamin. Kein Frostpunk heute, nein. Also, das wäre jetzt eine Doppelung. Eine krasse Doppelung. Hydrieren, ja, das ist wichtig bei den aktuellen Temperaturen. Also ihr bitte auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier sind 29 Grad. So, Stats hier von Creative. Du hast, bist sehr loyal. Du bist nicht mal so niedrig bei der Erfahrung. Effizienz, das steigt auch alles noch. Du magst Pendler und ethnische Minderheiten. So, Auslandspolitik. Liberal und sozial. Moment, also haben wir jetzt. Kapitalisten, genau. Okay, das ist okay. Jugend und Pendler wären auch gut. Ethnische Minderheit wäre natürlich auch gut für Auslandspolitik und Liberale. Kapitalisten und Arme. Das klingt irgendwie nicht, als wäre das, ja. Komm, Agnes. Liberale Sozialisten können das gut finden. So, Steuern. So, was haben wir hier? Autofahrer und Sozialisten. Sozialisten und Beamte. Patrioten und Rentner. Gewerkschafterinnen und Eltern. Damit bin ich einverstanden. So, dann haben wir hier öffentliche Dienste. Kapitalist Arme, Sozialist Liberale. Arme und Konservative. Beamte und Sozialisten. Pendler und Gewerkschaften. Ja, das ist gut. Pendler und Gewerkschaften, da bin ich mit einverstanden. Ach ja, ich sollte vielleicht zu erwähnen. Für das Spiel sind Kapitalisten und Sozialisten komplette Gegensätze. Dazwischen gibt es nichts. Das heißt, auch wenn du nicht das eine bist, bist du für das Spiel automatisch das andere. So, dann wollen wir noch für Transport. Ethnische Minderheiten und Liberale, Sozialisten und beamtete Personen. Ich meine, wenn wir eine Homeoffice-Pflicht im öffentlichen Dienst machen, dann freuen sich Beamte doch bestimmt auch. Oder zumindest eine Homeoffice-Pflicht im Sinne von, dass es jedem angeboten werden muss. Religiöse und Jugend, Autofahrer und Sozialisten. Ja, ich glaube, das hier trifft es ganz gut. So, gucken wir uns mal an. Wir sind jetzt 20 Minuten drin. Oder 15 Minuten, wenn man noch den Starting-Stream erzählt. Wir haben 2 Trillionen Schulden. Wir haben ein Defizit von 13 Milliarden. Das ist ein bisschen ungünstig, dass er das nicht geändert hat in Milliarden. Also die Abkürzung. Entweder bist du arm oder Kapitalist. Kannst du Religion abschaffen? In einem gewissen Maße. Gucken wir mal, was wir für Probleme haben. Wir haben einen Verkehrskollaps.
bedingt durch Verkehrsstaus. Das ist auch so eine Sache. Rot bedeutet, dass es eine Situation negativ beeinflusst. Aber negativ im Sinne von, es nimmt ab. Also wenn ich zum Beispiel sage, also man sieht hier Verkehrsstaus, das begünstigt den Verkehrskollaps mit Grün. Das ist aber in dem Fall natürlich nicht gut. Da kann man zeitweise echt drüber stolpern. Okay, wir haben den Verkehrskollaps. Ursachen Verkehrsstaus. Straßenbau ist zu niedrig wahrscheinlich. Deutsche Geografie. Bevölkerung, okay, weil die Bevölkerung so hoch ist. Umweltproteste und Kfz-Nutzung. Oh nee, warte. Straßenabbau sorgt dafür, dass es abnimmt. Und wir haben zu viel Kfz-Nutzung. Und deshalb geht das so krass hoch. So, wir haben ein Alkoholmissbrauchsproblem. Ursachen. Polizei nimmt es ab. Psychische Gesundheit ist sogar minimal positiv. Genau, und wenn das hier, das gibt noch teilweise Verzögerung. Alkoholkonsum ist zu hoch. Internetkriminalität. Senkt unser BIP und jeder hasst es. Geheimdienste sind natürlich ansonsten. Und wir müssen gegen organisiertes Verbrechen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und dann rausfinden, wo man mal schön anpacken kann. Antisoziales Verhalten. Konservative hassen es. Polizei, Überwachungskameras, Arbeitslosigkeit ist zu hoch. Wir haben einen zu hohen Anteil an Religiösen. Hinter der Alkoholkonsum. Also es führt irgendwie alles zum Alkohol. Wir haben schon eine Alkoholsensibilisierungskampagne, wie man sieht. Die braucht aber anscheinend noch ein bisschen, um reinzuhauen. Und legaler Drogenkonsum geht auch runter. Also wenn wir Gras... Also wir haben einen Grund, Gras zu Gras zu legalisieren. Was habe ich im Moment für ein Problem mit Wörtern? Ich wusste doch, Alkohol ist die schlimmste Droge. Also Mindestwahlalter 18. So, Effizienz. Genau, unsere Minister sind nicht super effizient. Was ist das? Okay, das ist der Geheimdienst. Das ist uns in dem Fall egal, weil wir keine Sachen, keine Dinger haben. Keine Attentate. So, was haben wir noch für Probleme? Atemwegserkrankungen. Eltern hassen es, verständlicherweise. Genau, es wird begünstigt durch Kfz-Nutzung und Tabakkonsum. Und doch die PAF. Die PAF ist unsere Gegenpartei. Man kann das Alkoholproblem schon hören. Sagst du jemandem, der nicht trinkt? Adipositas. Private Gesundheitsvorsorge. Also, warte, was begünstigt das denn jetzt? Ah, okay. Unser Bruttoinlandsprodukt ist zu hoch. Kfz-Nutzung. Ansonsten haben wir echt ziemlich viel, was, wobei, nee, das haut alles schon rein. Also der Alkoholkonsum hier, die Sensibilisierungskampagne, gut, da wird nicht viel reingesteckt. Okay, wir müssen gleich mal gucken. Wir haben 14 politisches Kapital. Ja, das ist nicht mega viel. Und wir müssen immer quartalsweise entscheiden. Umweltproteste. Wir können das vielleicht schon stoppen. Warte, aber Umwelt begünstigt die Umweltproteste. Hä? Das sind dann die Momente, wo ich gerade drüber stolpere. Genau, das ist positiv, das heißt, wir müssen die Umwelt besser schützen. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Unsere Produktivität ist zu niedrig. Beteiligung in der EU. Warte, das... Also der EU tut es gut...
Aber unsere Auslandsbewerte, wieso leiden unsere Auslandsbeziehungen unter EU? Also gut, ja, die Wahrnehmung von Deutschland in der EU ist nicht immer gut, aber... Ein bankrottes Land übernommen. Die sind alle bankrott, wenn du sie übernimmst. So. Die Frage ist, was davon gehen wir zuerst an? Was ist tiefhängende Frucht? Okay, die begünstigen natürlich die Verkehrsstaus. Das hängt alles zusammen. Umwelt. Ich muss mal gerade gucken, was haben wir hier alles? Gewichtung. Value? Okay, aber was ist jetzt gerade... Was ist Gewichtung und was ist Value? Das sind die Sachen, die krass sind. Ja gut, dann siehst du gar nichts mehr. Popularität. Je nach Größe der Popularität bei meiner Wählerschaft. Also okay, also antisoziales Verhalten interessiert die alle gar nicht. So, Wahlabsichten. Ich fand das irgendwie bis jetzt immer ziemlich unaussagekräftig. Erstmal Steuern auf Alkohol erhöhen, das löst doch schon fast alle Probleme. Nur bedingt leider. So, wie sieht's ausgabentechnisch aus? Der Großteil unserer Einnahmen kommt aus der Einkommenssteuer, dann aus der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer. Kapitalertragssteuer macht tatsächlich gar nicht mehr so viel aus. Abteilung für Sozialbetrug. Ja, ist die Frage, wie viel das bringt, ne? Arme hassen es. Und teilnahmsvolle Menschen hassen es. Konservative lieben es und Normalverdienende lieben es. So, wo geht unser Geld hin? Die gesetzliche Rente, staatliche Schulen, Gesundheitscoupons, Militärausgaben, Kindergeld, staatlicher Merkt man aber nicht mit der staatlichen Schienenverkehrsgesellschaft. So, und dann haben wir Schuldzinsen. So, dann wollen wir doch mal sehen, was wir an neuer Politik machen können. Das hier ist... Warum ist das hier nicht gefixt? Nach mehreren Jahren seit Release. Ich bin noch mal gespannt, wie zivilisiert die Kommentare unter dem Bot sein werden. So, pass auf. Recht und Ordnung. Folteranwendung durch Geheimdienste. Das klingt doch nach Spaß. Wahl per Telefon und Internetnetz. Voting Systems DLC. Okay. Kostet 10 politisches Kapital. Also das ist schon teuer. Wahlbeteiligung Jugend geht rauf, Wahlbeteiligung Rentner geht runter. Wieso sollte die Wahlbeteiligung von Rentnern runtergehen, wenn man zusätzlich... Also, ja, das wäre natürlich klar, wenn man natürlich ausschließlich auf Wahl per Telefon und Internet setzt, natürlich, aber... Okay, staatliche Wahlkampfwerbung. Staatliche... Okay, wir können eine Staatsreligion aufsetzen, wenn wir wollen. Wo ist Cannabis-Legalisierung? Nee. Oder ist es gerade nach, Dings, nach... Tabak-Sensibilisierungskampagne. Verbot der Genitalverstümmelung. Ja, das sollte man vielleicht auch irgendwann mal machen. Ein-Kind-Politik. Bedingungsloses Grundeinkommen. Das wird dann irgendwann unser Ziel sein, denke ich.
Die Stimmen von irgendwelchen Leichen, welche nicht mehr am normalen Leben teilnehmen können, sind eh wertlos. Das ist durchaus eine Ansage. Aber jetzt mal ehrlich, wo Gras, wo Bubatz? Steuer auf Freizeitdrogen, ja, aber wo ist, bin ich jetzt blöd? Also es ging auf jeden Fall, aber wo ist das drunter? Also ich würde ja sagen, Recht und Ordnung. Aber... Also irgendwie finde ich die Suchfunktion gerade nicht hilfreich. Zählerarbeit-Initiative, geschätzte Popularität bei der Wählerschaft, 100%. Also es gibt niemanden, der das nicht gut findet. Produktivität geht drauf, Eltern lieben es, Pendlermitgliedschaft geht runter, Kfz-Nutzung geht runter, Gewerkschafter lieben es und Telekommunikationsindustrie liebt es. Also würde ich sagen, das machen wir auch mal. Wir wollen ja auch, dass es eine Wirkung hat, also von daher Maximum bitte. Produktivität soll sich ja dann auch am Ende niederschlagen im Bruttoinlandsprodukt. Ich möchte eine Petition starten. Ja, lass hören. Lebensmittelheizkosten zuschätzt. Tabaksensibilisierungskampagne. Zieht die Gesundheit runter. Es begünstigt die Atemwegserkrankung, was auch ein Problem ist. Bitte sammelt Unterschriften dafür, dass Creative wieder zur Vernunft kommt und pink wird. Kann man in dem Spiel Fleisch verbieten? Ich glaube nicht. Wo wäre das drunter? Du kannst Subventionen für Synthetikfleisch machen. Landwirte hassen es. Antirassismuswoche, kostenlose Sehtest, kostenlose Elternkurse. Obligatorische Lebensmittelkennzeichen 3%. Soziale Medien regulieren. Liberalismus, Jugendliche hassen es, Konservative lieben es. Warte, das fühlt sich auch nicht richtig an. Staatlicher Postdienst. Wiederaufforstung, Stiftung für soziale Gerechtigkeit. Alkohol verbieten, das geht. Verbot ausländischer Gottesdienste, Verbot privater Bildung, Verbot privater Gesundheitsvorsorge. Nationalhymne zu Nachrichtenbeginn und Nationalhymne in Schulen, das lieben Patrioten. Pass auf. Verfügung von nicht offengelegtes Vermögen. Staatliche Wahlkampfwerbung. Drogenvollzugsbehörde. Warte, es geht um ein Verbot. Ist natürlich schön, dass die Besetzung das nicht komplett, das komplett hinkriegt. So, vorhin hatte ich was anderes gesehen. Genau, Tabak-Sensibilisierungskampagne. Wir müssen den Tabakkonsum runterkriegen.
Grenz mal, wir können eine Mauer bauen. Ich möchte jetzt meinen Joint rauchen, kann das bitte schnell legalisieren, aber ich weiß nicht wo. Falls es nicht sogar schon legal ist. Legaler Drogenkonsum? Aber ich sehe nicht welche. Also es geht ja um legalen Drogenkonsum. Dann ist Rausch. Medizinisches Cannabis, hier ist es. Okay, wir brauchen mehr politisches Kapital, damit das geht. Was würde das bedeuten, wenn wir das... Nee. Hallo, zeig es mir. Show me. Er bleibt nicht da drauf. Jugend liebt es. Kriminalität geht... Nee, es hat einen positiven Einfluss auf Kriminalität, dann geht es runter. So, pass auf, was können wir noch gerade machen? Konservative und Religiöse werden das hassen. Aber ganz ehrlich, hohe Geldstrafen. Inhaftierung. Bei Frauen verboten, verprofiten Frauen und Mann, hohe Geldstrafen, Inhaftierung. So, wir haben noch 5 politisches Kapital. Können wir damit irgendwas Sinnvolles tun? Eine Plastiktütensteuer. Umweltschützer lieben es, Kapitalisten hassen es. Das ist allein schon ein Grund, es zu nehmen. Zuschüsse für Reformkost. Jugendpolitikrat, kostenfreie Elternkurse, das lieben alle. Also da sehe ich eigentlich keinen Grund gegen, außer dass es ein bisschen Geld kostet. So, beenden wir die Runde. So, wir haben ein Dilemma. Wir haben immer, machen jedem Quartal ein Dilemma. Dieses Skandal. Ein Skandal wurde aufgedeckt, der zeigt, dass viele der größten und angesehenen Fahrzeughersteller unseres Landes unverhohlen über die Emission ihrer Dieselfahrzeuge gelogen hat. Welche Firma könnte damit wohl gemeint sein? Ein vorsätzlicher und sehr profitabler Plan, um die offiziellen Tests zu umgehen. Wie soll die Polizei in diesem Fall mit großer öffentlicher Anteilnahme vorgehen? Firmenführungen, wenn möglich, festnehmen. Ich meine, dieser Fall wird nur unnötig aufgeblasen. Geldbußen, blablabla. Na, die wussten, was sowas Sache war. Kapitalisten hassen es, Umweltschützer und Auslandsbeziehungen lieben es. Konjunkturoptimismus geht runter. So, wir haben eine neue Situation, wovor steht. Unternehmensflucht. Weil die Körperschaftssteuer zu hoch ist. Das Ding ist, wenn die einmal angefangen hat, müssen wir es hier hinkriegen, damit es wieder aufhört. Unser Arbeitsrecht, unser Arbeitsschutzgesetz, Mutterschaftsurlaub, Kohlenstoffsteuer, Mindestlohn. Ja, ich glaube, das können wir nicht mehr verhindern, oder? Ich meine, Körperschaftsteuer, wenn ich es richtig sehe, macht nichts mehr, aber wenn es hell ist, ist es, meine ich, noch nicht am vollen, noch nicht auf der vollen Stufe. Aber auf der anderen Seite sagt es 43% und er sagt auch final 43%. Wir haben ein Defizit. Die Regierung ist nicht sehr beliebt. Nur 5% haben vor der nächsten Wahl für sie zu bestimmen. Ich finde es halt komisch, dass wir bei 0% anfangen, wenn wir gerade mindestens 50% gewählt wurden. Bildung geht runter, BIP geht rauf. Aber es liegt, glaube ich, auch am Weltmarkt. So, 17. Sagt, dass er wieder pink werden soll. Ich mache einem auch keine Farbvorschriften. Wie sieht es aus? Bubats legalisieren? Was sind die Alternativen? Hallo? Altersgrenze, Legalisierung. Von Cannabis, von LSD, von Heroin, von allen Drogen. Okay, also das ist immer. Okay, grün ist der leichte Anstieg, dafür brauchen wir die 16 Kapitel. Dann können wir aber nichts anderes mehr in der Runde machen. Organisiertes Verbrechen geht runter. Jugendmarke, Liberalismus geht hoch.
Legaler Drogenkonsum geht hoch. Konservative hassen es, ist aber okay. Kriminalität wird vermindert. Warte, nee, es hat nie. Das ist so weird. Es hat negative Auswirkungen auf organisiertes Verbrechen. Es hat positive Auswirkungen auf Kriminalität. Das heißt, die Kriminalität geht hoch. Aber wieso geht Kriminalität hoch, wenn Drogen legalisiert werden? Gut, Eltern finden es nicht gut, aber... Aber das Problem ist, wenn wir es jetzt machen, machen wir nichts Ganzes und nichts Halbes. Wobei, was ist für die der Unterschied zwischen Altersgrenze und Legalisierung? Weil es klingt irgendwie so, als wäre bei Legalisierung, ja, kannst Kindergartenkindern Joints geben. Genau, organisiertes Verbrechen geht runter, aber Kriminalität als Ganzes geht aus irgendeinem Grund rauf. Also, weil ich glaube, organisiertes Verbrechen ist die Situation, die dann runtergeht. Käufliche Staatsbürgerschaft. Eltern, Produktivität, Elterneinkommen, Bevölkerung. Eine Bevölkerung sieht auch nicht so geil bei uns aus, ne? Also von daher will man schon Kinderbetreuungsgeld haben, was ist halt sauteuer und das ist halt gerade eigentlich nicht drin. Staatswohnung, Lebensmittelmarken. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen irgendwie auf jeden Fall trotzdem unsere Einnahmen steigern. Das meiste kommt halt aus der Einkommenssteuer, die halt hier sehr hoch ist. Umsatzsteuer ist hier bei 23%. Lohnsteuer Mittel, wow. Warte, wenn wir die Lohnsteuer erhöhen, wird unsere Wirtschaft was? Dann wird unsere Wirtschaft konkurrenzfähiger? Sozialisten mögen es, wenn man die... Hä? Wieso mögen Sozialisten es, wenn man die Lohnsteuer erhöht? Löhne und BIP gehen runter. So, wir haben hier die Körperschaftssteuer, hier bei 27%. Sozialisten, Vermögen, BIP. Aber wieso macht er das? Also das begünstigt die. Okay, es begünstigt also beides die konkurrenzfähige Wirtschaft, alles klar. Eigentumssteuer. Solidaritätssteuer. Vermögende hassen sie, ja. Kapitalertragssteuer, die ist ziemlich niedrig. Wir können sie ein bisschen erhöhen, ohne dass es den BIP zu sehr zerstört. Vermögende hassen es. Selbstständige Einkommen sinken dadurch. Selbstständige hassen es. Hohe Einkommen hassen es. Gleichberechtigung Sozialist. Jo. Damit kann ich leben. Tabaksteuer.
Kfz-Steuer. Es ist halt viel politisches Kapital dafür, dass es gar nicht so viel bringt. Was können wir an neuen Steuern machen? Für Automatisierungssteuer. Förderung der Unternehmensinvestitionen. Sozialisten hassen es, aber alle anderen lieben es. Es ist sehr beliebt. Junkfoodsteuer. Kryptowährung verbieten. Eine Kunststoffsteuer. Senkt den Ölbedarf. Senkt auch das Bruttoinlandsprodukt. Plastiktütensteuer, Steuer auf Freizeitdrogen. Das bringt natürlich auch noch was, wenn die Sachen legal sind. Genau, da haben wir. Das soll auch nicht so viel bringen. Auslandsbeziehungen leiden darunter. Strafsteuer für Großmärkte, Verpackungssteuer. Vermögende hassen das, ja. Also es bringt halt auch nicht so mega viel. Wobei 5 Milliarden, wir haben definitiv von 14 Milliarden. Ja, was gibt's noch? Wir haben Akademikersteuer. Die nur Menschen mit Universitätsabschluss entrichten müssen. Alkoholsteuer. Wir haben eine Internetsteuer, die relativ viel bringen könnte, aber es macht halt unsere Technologie kaputt. Luxusgütersteuer bringt erstaunlich wenig. Pauschaleinkommenssteuer ist nicht progressiv. Religionssteuer. Nein. Steuer auf leerstehende Immobilien. Steuerentlastung für Hypotheken, Steuergutschriften für Bildung, kostet aber mehr als alles andere. Strafvermögenssteuer. Kapitalisten hassen es. Wohltätigkeitsorganisation. Warte, oder gehen die runter, weil sie nicht mehr so benötigt werden? Transaktionssteuer. Steuervergünstigung für Wohlhabende, die Geld in kleine Startups in diesem Land investieren. Wenn wir das nehmen und können wir die Kunststoffsteuer. Nee, die können wir nicht. Gibt es Möglichkeiten, wie wir zwei Sachen machen können? Abgeführter Gewinn. Ja, wir machen das. Können es jederzeit, also wir können es erhöhen, kostenfrei senken, wenn ich das richtig sehe. Wo ist das jetzt gelandet? Steuer auf abgeführten Gewinn.
Nee, wir können es jetzt. Aber es ist nicht mega teuer, das zu erhöhen. Syrianische Armeefraktion, boah, Leute. Es war ja gestern bei Frostpunk schon krass genug. So, Förderung der Unternehmensinvestitionen, das machen wir auch. Selbstständige lieben es, BP geht hoch. Kapitalisten mögen es auch, aber sei es drum. Let's go. Verbot von Werbung für alkoholische Getränke. Es wurde ein Vorschlag für ein Gesetz vorgelegt, das die Werbung für Alkohol im Fernsehen verbieten soll. Obwohl es weiter illegal wäre, im Radio, auf Werbetafeln und anderen Mitteln zu werben, mit einem Werbeverbot im Fernsehen als potenzielle Möglichkeit gesehen, den Alkoholkonsum unserer Bevölkerung zu reduzieren. Ja, hat beides so seine. Ich glaube, da müssen wir eine Poll machen. Moment. Bin mal gespannt, was der Chat jetzt dazu sagt. Aber ich stelle fest, ich glaube, der Chat könnte ein bisschen zu beschäftigt sein mit dem neuen Bürgerkrieg zwischen Pink und Cyan. Aber ich glaube, das ist nicht mal Cyan, was ihr da habt. Das ist Dunkelblau. So, 86% sagen verbieten. Verbot genehmigen. Liberal hassen es, aber Alkoholkonsum geht um 19% runter. Neue Situation, Umweltverschmutzung. Ja, könnte was damit zu tun haben, dass wir fucking viele Autos haben. Effizienz ist passabel. Erfahrung geht drauf. Geht Effizienz nicht drauf? Indirekt anscheinend. Wo war gerade? Hier. Wir haben ein kleines Haushaltsdefizit von 2,85 Milliarden. So rum. Das ist so irritierend mit den Kunststoffsteuer. So, das ist okay. Haben wir noch was wir tun können? Was haben wir noch alles an Problemen? Du machst nicht wirklich einen Unterschied, aber jetzt gerade das von der Entscheidung dürfte sich jetzt noch nicht ausgewirkt haben. Verkehrskollaps. Okay, hatten wir es gerade schon fast weg und dann ist es wieder raufgesprungen? Verkehrsstaus. Twitch hat die Farben potenziell ein bisschen seltsam benannt, ja, das weiß ich nicht. Förderung von Jungunternehmern. Kapitalisten lieben es, Jugend liebt es, Sozialisten hassen das.
Handelsrat, Nationaler Wirtschaftsrat, Start-up-Kampagne. Das können wir machen. Es gibt, glaube ich, so ein paar Dinge, die kann man eigentlich relativ safe machen. Und das ist eigentlich durchaus gut. Städtische Bauernhöfe. Nahrungsmittelpreise gehen runter, Landwirte mögen es. Ich will mal behaupten, das können wir mal mitnehmen. Massenurteil. Hunderte von Strafgefangenen wurden gestern in einzigen Verhör verurteilt. Dies verletzt die internationalen Staatsanwaltschaften im Gerichtsverfahren. Okay, aber da kann man nichts mitmachen. Verbesserung der Bonität. Das ist sehr gut. Kapitalisten mögen es. Konjunkturoptimismus laut BIP geht drauf. Und das heißt auch, dass unsere, also das ist so ein Ding, das ist mit so ein Schneeball, weil wenn man natürlich Schulden macht, dann geht auch die Bonität runter, dann muss man größere Zinsen zahlen und dann wird's, geht man natürlich noch mehr in die Schulden. Steuerhinterziehung. So, was machen wir gegen Steuerhinterziehung? Schlagzeilen der Nachrichten heute Abend. Der wütende Autoverkäufer Arnold wird die Regierung mit der katastrophalen Maßnahme Emissionsbeschränkung von Verkehrszettel sein einst erfolgreiches Unternehmen zerstört. Hm. 10%. Wir haben einen Überschuss. Das ist schon mal gut. Wie sieht es mit Steuerfahndung aus? Eine Willensteuer. Weil, warte, mit Steuerfahndung dürften wir eigentlich schon haben. Erbschaftssteuer. Oder ist das unter Recht und Ordnung? Recht und Ordnung, was haben wir hier? Spritzentauschprogramm, das haben wir sogar schon, sehr gut. Mindestwahlalter. Gesetz zur Identifikationspflicht bei Wahlen. Ja, das heißt, dass Minderheiten weniger wählen können in der Regel. Abhören. Kohleverbot heißt halt, dass der Ölbedarf hochgeht. Ich habe uns jetzt gerade mal ins Positive gebracht. Jetzt haben wir schon wieder kein Geld. Also nicht für sowas hier. Steuervergünstigung für ausländische Investoren, Subventionen für Kleinunternehmen. Subventionen für ländliche Entwicklung, für vertikale Landwirtschaft, Verbraucherrechte. Das ganze Zeug kostet halt mega viel politisches Kapital, was wir nicht haben.
Wer mag uns alles? Arme Leute mögen uns. Beamte mögen uns. Umweltschützer mögen uns erstaunlicherweise. Rentner mögen uns erstaunlicherweise. Aber das spiegelt sich hier noch nicht so wirklich nieder. Wieder, so. Wir brauchen irgendwas, was uns ein bisschen beliebter macht. Kampagne zur Sauberhaltung des Landes. Umweltschützer mögen es. Dann. CO2-Kampagne. Jugendclub-Zuschüsse. Mein antisoziales Verhalten ist ein Problem. Eltern mögen es, Sozialisten mögen es, Jugendliche mögen es. Jugendeinkommen geht rauf. Kriminalität geht runter, ist eigentlich alles sehr gut. Das und Jugendpolitikrat. Eine dringende politische Frage hat sich aufgetan. Verbesserte Mietrechte. Es liegt ein Vorschlag für die Erhöhung der Rechte der Mieter in Mietunterkünften vor. Die Angst vor einem plötzlichen Rausverfass im Zuhause, einmal steckt der Miete inzwischen unbezahlbare oder unzumutbar lange Wartezeiten, bis Reparaturen durchgeführt werden, macht das Mieten von Unterkünften derzeit sehr unbeliebt. Die Mieterin fordert, dass etwas getan wird. Oh ja, das ist, das klingt direkt aus den Büchern der FDP. Mietrechte verbessern. Popularität. Ist irgendwie alles noch nicht so geil. Neue Situation, Unternehmensflucht. Ist eigentlich schon nicht mehr vermeidbar, würde ich behaupten. Ich bin mal gespannt, ob ich wiederbelebt werde. Wiedergewählt werde. Wir haben zumindest mal einen Überschuss. Überfüllte Justizvollzugsanstalten. So, was ist das größte Problem in den Augen der Leute gerade? Alkoholmissbrauch. Bewaffnung der Polizei könnte man auch erhöhen. Leute, ihr wart doch schon niedriger. Wieso geht ihr denn jetzt wieder rauf? Was wollen die Umweltschützer denn noch alle? Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Gut, ich glaube auch nicht, dass ich da so schnell rauskomme.
Obligatorische Wasserzähler, Entsalzungsanlage. Fonds für Klimawandelanpassung. Es ist auf jeden Fall. Ich meine, es hat seine Vorteile. Ich glaube, die Investition müssen wir wagen. Ausweitung des öffentlichen Wegerechtes. Durch den vermehrten Bau von Häusern auf dem Land wird einst offenes Gelände, das von Spazierenden und Wanderern genutzt wurde, zunehmend als Privatbesitz abgeriegelt. Sozialistische Aktivisten protestieren gegen diese Veränderung und fordern eine Ausweitung des geschützten öffentlichen Wegerechts. Nee, sorry, da bin ich hier beim Camp nichts tun. Warte, das ist schon wieder. Ich verstehe. Also manchmal verstehe ich diesen Graphen nicht. Also er ist hoch, er ist über den Start und er ist aber schon fast wieder über dem Stop-Trigger. Medienmonopol. Wir haben nur 7%, Leute, was habt ihr jetzt schon wieder? Und irgendwie schaffen wir es, dass unser. Nee, jetzt haben wir wieder ein Defizit. Okay, ich wollte schon sagen, ich dachte schon, unser Einkommen wäre schon wieder gestiegen. Organspenden. Ich sehe das. Ich meine, religiöse hassen es, aber. Vorausgesetzte Einwilligung. Jetzt habe ich mir versucht, das Gameplay im Blick zu halten. Ja, Gameplay, so kann man es natürlich nennen. Sexuelle Belästigung. Oh, ja, nicht gut. Neue Situation, Steuerhinterziehung. Ja, aber was wollt ihr von mir? Es wird durch alles Mögliche begünstigt, aber es wird durch nichts wirklich runtergezogen. Okay, aber sie lieben es, dass ich Organspenden, 25, ach du Scheiße. Ja, so viel zum Thema Haushalt. Steuer auf leerstehende Immobilien. Brauchen irgendwas, das gut Geld gibt. Strafsteuer für Großmärkte. Verpackungssteuer haut gut rein. Vielfliegersteuer auch. Und ist geschätzte. Also ich frage mich manchmal, wie der auf die 100% Popularität kommen will. Automatisierungssteuer könnte möglicherweise sehr viel bringen. Im gewissen Umfang wird die auch erforderlich sein. Aber Unternehmensflucht geht natürlich dadurch, wird natürlich dadurch nicht besser.
können bis 75% gehen. Umweltverschmutzung ist unter Kontrolle. Juhu. Und Verkehrskollaps ist weg. Okay, unsere Bonität ist schon wieder runtergegangen. Das heißt, das wird uns jetzt, das meine ich mit dem Schneeball. Aber wir haben 17% der Stimmen. Unsere Effizienz geht auch langsam mal, dass das funktioniert. Haushaltsdefizit ist okay. Der Geheimdienst berichtet von zunehmenden Bedenken über eine relativ kleine extremistische Religionsorganisation namens Engel der himmlischen Gerechtigkeit. Ja, gefühlt, wie gesagt, du wirst gefühlt hier sofort abgeschossen. Wobei ich glaube, hier haben sie es vielleicht ein bisschen genervt. So, aber wir brauchen auch noch die Verpackungssteuer. Gesicht auf den neuen Banknoten. In Kürze werden neue Banknoten eingeführt und es geht herauszufinden, wer darauf abgebildet werden soll. Ein ehrenwerter Erzbischof und ein berühmter Menschenrechtsaktivist aus unserem Land haben es in die Shop 2 geschafft. Nun liegt die Entscheidung bei Ihnen, wer in Zukunft das Gesicht unserer neuen Währung schmücken wird. Also entweder der Erzbischof Fernando Martinez? Nein. Religiöse hassen es, aber das ist okay. So, neue Situation, das Medienmonopol. Hohe Pressefreiheit. Wir können das zu, wie sehr will man das denn noch erhöhen, Leute? Wir können Korruption damit senken. Staatlicher Rundfunk. Bildung, Arbeitslosigkeit, also staatlicher Rundfunk auf Maximum ist halt, das haut schon gut rein. Geringes Haushaltsdefizit, das ist okay. Internetgeschwindigkeit, das geht wieder um Technologie. Wissenschaftsfinanzierung. Jo, erhöhen wir. Und dann haben wir schon wieder kein Kapital mehr. Wir sind noch nicht mal zur Regierung zurückgekehrt. In einem Nachbarland ist Krieg ausgebrochen, was zu Spannungen an den Grenzen führt. Wir erfahren jetzt nicht, welches Land. Neue Situation, Steuerhinterziehung. Ja, Korruption. Gibt es irgendeinen Grund, die Polizei nicht voll hochzupacken? Ich meine, ja, wir haben ein paar Gruppen, die es nicht mögen, die wir vielleicht nicht unbedingt fördern wollen, aber ganz ehrlich, das sind alles gute Sachen. Und es kostet nur 4 Kapital. 22%, Mensch. Unser Wahlbericht, unsere Partei gewinnt an Popularität, das ist gut. Wirtschaftsprognosen, unsere Minister kommen gut klar. Wir haben ein kleines Haushaltsdefizit, das ist okay. Ein erfüllter Justizvollzug anscheinend, das könnte sogar hochmodern. Das Problem können wir eigentlich auch direkt lösen. So, es geht ja auch um Wiedereingliederung. Ja! Do it!
Eine Tourismus-Werbekampagne. Ich meine, das ist eigentlich praktisch free für Tourismus- und Auslandsbeziehungen. Eine Geiselnahme. Eine Gruppe religiöser Extremistinnen hat Geisel mit Waffen in ihre Gewalt gebracht und droht damit, sie zu töten, falls ihre Forderungen in Bezug auf die Außenpolitik nicht erfüllt werden. Ihre Forderungen sind nicht sonderlich hoch, aber es könnte einen gefährlichen Eindruck vermitteln, wenn wir verhandeln. Wir müssen uns jetzt auf einen Dialog einlassen. Nein. Setzt die Polizei ein. Lässt uns als starke Führungsperson dastehen. Weiß ja nicht. Also, ja, irgendwie schon, aber irgendwie macht es nicht unbedingt besser. Kriminalität ist verdammt hoch. Krise der illegalen Einwanderung. Wo kommt der Sprung her? What? Immigrationswunsch? Hä? Also manchmal kommt diese Situation auch irgendwie aus dem Nichts. Bürokratie. Geheime Ermittler. Abteilung für Sozialbetrug. Arme, hast du das konservative Liebensnormal verdienen mögen? Es ist teilnahmsvoll, das ist uns nicht. Es lässt uns nicht teilnahmsvoll wirken. Abbrechen kostet 4. To be honest? Ich meine, es trägt sich gerade so selber. Und wenn wir nicht gerade super drakonisch werden, ist es halt auch für den Arsch. Das machen wir weg. 25%. Wir haben ein kleines Haushaltsdefizit. So, Popularität geht uns immer hoch. Okay, das ist beim nächsten Mal weg und dann das wiederum das mögen Liberale und Verbeamtete und Kriminalität ist dann auch besser. Also das ist gut. Internetkriminalität. Wir müssten unseren Geheimdienst warten. So viel kostet das. Das ist gerade mal eine halbe Milliarde. Meine Liberale hassen es. Kriminalität geht ein bisschen runter. Patrioten lieben es. Organisiertes Verbrechen und Interkriminalität gehen massiv runter. Es ist erstaunlich, dass es nicht mehr Auswirkungen hat. Liberale hassen doch jede Tätigkeit der Regierung. True. Ey, ich habe mal versucht, so einen Run zu machen und ich habe dann festgestellt, ich habe die ganzen Sachen hier durchgelesen und habe gedacht so, ja, das greift alles in die Wirtschaft ein, also darf ich es streng genommen nicht machen. Dann bist du halt eine handlungsunfähige Regierung. Alkoholmissbrauch, kriegen wir das jetzt langsam mal in den Griff, bitte? Polizei macht noch ein bisschen was, psychische Gesundheit könnte man versuchen, aber warte, durch den Alkohol... Das bedingt sich gegenseitig. Durch die psychische Gesundheit ist der Alkoholmissbrauch hoch und durch den Alkoholmissbrauch ist die psychische Gesundheit am Arsch. Selektive Schulausbildung. Spezielle Schulen für Hochbegabte. Konservative lieben es. Leute. Okay, wir können es nicht komplett loswerden. Alkoholkonsum ist nach wie vor zu hoch. Mindestalter 16. Aber ich würde nicht am Mindestalter schreiben wollen.
schrauben wollen. Weil, ja, also ich stimme zu, dass Alkohol zu sehr verharmlost wird. Aber ich würde behaupten, wenn man mal sich anguckt, wie es in Amiland aussieht, die Alkohol ab 21 haben. Also selbst wenn die Leute dann warten, dann trinken sich das erste Mal und sie haben keine Ahnung, was sie vertragen. Und da stimme ich schon zu, dass es sinnvoller ist, dass dann Jugendliche halt früh in einem kontrollierten Rahmen damit Alkoholerfahrungen machen. Sodass es halt, ne, dass es nicht so viel ist, dass die im Umfeld von Leuten sind, die dann auch eingreifen können. Und dann halt, dann, wenn sie frei entscheiden können, auch wissen, was sie vertragen. Also ich würde nicht am Alkoholgesetz da schrauben. Arbeitslosigkeit erhöht natürlich auch. Verbot von Werbung für alkoholische Getränke. Alkoholsensibilisierungskampagne. Das müssen wir viel, viel, viel mehr. Das war praktisch ein Freebie. Atemwegserkrankungen ist immer noch. Wegen Umwelt. Und wegen Kfz-Nutzung. Kriegen wir Kfz-Nutzung weg? Wir können Busnutzung. Wir können Busspuren ausbauen. Aber auch nicht so krass. Da sieht man aber auch, wie schnell man von Hölzchen auf Stöckchen kommt hier. Einfach weniger atmen, so schnell kann. Die haben einen Kontakt, der 21 älter ist, der dann alles kauft. Das sowieso. Also, ich meine. Das ist halt auch das Ding mit den Gesetzen, die kannst du halt alle aushebeln. Und ich sag mal so, je mehr du es verbietest, desto größer ist natürlich auch der Reiz für Jugendliche. Das ist so. Öffentliche Bibliotheken? Wir haben nicht viel. Komm, wir haben nicht viel Kapitel, wir sparen mal den Rest. Gefüllte Justizvollzugsanstalten ist unter Kontrolle. Bonität geht wieder rauf? Juhu! Das ist sehr gut. 31% Schlagzeilen. Das hatten wir doch schon. Ich habe immer noch kein Mitleid. Wir haben ja einen Überschuss. Laizistische Bildung. Wissenschaftlicher Schwerpunkt. Ist das, welche Richtung können wir noch sehen? Säkulär, atheistisch. Religiöse Mitgliedschaft. Aber das erfordert halt wiederum voll viel Kapital. Da haben wir andere Probleme bei aller Liebe. So, die Atemwegserkrankung. Dafür müssen wir die Kfz-Nutzung runterreden. Dafür müssen wir. Telearbeitinitiative ist schon mal sehr gut. Schienennutzung und Busnutzung können wir hochpacken. Buszuschüsse. Kapitalisten hassen es, aber was sollen wir machen? Wir müssen die Leute von der Straße kriegen. Und was können wir mit Schienennutzung machen? Ja, das ist. Also Busse sind da doch besser für gedacht, tatsächlich. Busnutzung, wir können noch den, wir können noch Busspuren bauen. Wir müssen Lebensmittelmarken. Also, das lieben alle, aber es kostet halt auch relativ viel. Gesundheit geht drauf, geringes Einkommen geht drauf, Armut geht runter. Es ist doch super beliebt. Können nur für ungekochtes Essen eingelöst werden. Auf diesem Weg können sie nicht für ungesundes Fastfood genutzt werden. Warte, haben wir es jetzt. Ist es jetzt gemacht?
Hoffentlich auch mit der richtigen Einstellung, weil das ist immer so eine Sache. Er defaultet einfach alles. Steuern auf Luxusware hoch. Ja, die bringt nicht so viel und sie will verdammt viel Kapital haben. Weibliche Führungskraft. Eine Frau wurde an die Regierungsspitze der Opposition gewählt. Die Repräsentation der Frauen auf höchster Regierungsebene ist der Erfolg eines fortwährenden Programms zur Bekämpfung der Geschlechterungleichheit in unserer Gesellschaft. Zur Zeit. Oh, ich habe das Gefühl, beim Wahlkampf sind wir noch lange nicht bereit. Was wird der Wahlkampffokus? Gesundheit, Arbeitslosigkeit. Jawohl. Neue Situation, Steuerhinterziehung. Ja, aber wie soll ich gegen die Steuerhinterziehung, also ich sehe keine Steuerfahndungsbehörde oder sowas. 33% ist zu wenig. Wir haben noch 4 Runden bis zur Wahl. Ich glaube, wir werden nicht wieder gewählt. Wobei, wie gesagt, dieser Umfragewert ist halt auch nur bedingt hilfreich, weil ich glaube, die Parteimitglieder wählen die Pinke Armeefront hat einfach viel zu viele Mitglieder, auch wenn es bei denen runtergeht, wie es aussieht. Also das wird so schwierig. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir noch Wähler kriegen. Sortier mal bitte nach der... Ich gehe mal davon aus, dass Vermögende nicht die Spitze der Sachen sind. So, jeder. Was sind Sachen, die jeder mag? Umweltschützer sind erstaunlich viele und die mögen mich. Verbeamtete Personen mögen mich. Autofahrer, okay. Gewerkschafter. Was können wir für Gewerkschafter tun? Bevölkerungsanzahl. Als ob 53% Gewerkschafter sind. Pornos, das mag jeder. Was? Was können wir für... Was ist das? Die Rentenalter, staatliches Energieversorgungsunternehmen, Arbeitsrecht. Nein, nein, nicht das. Ich habe vorhin die Woche gesehen, die Arbeitswoche. Wow, so ganz ohne... Ohne Angabe ist natürlich dieser Graph auch so sehr wertvoll. Telearbeit-Initiative kann ich nicht noch höher ballern. Was haben wir noch? Arme Leute lieben uns. Unter anderem wegen Panda Jaguar. Aus irgendeinem Grund fühlen sie sich aber in Panda Jaguar sehr repräsentiert. Normalverdienende. Das muss doch möglich sein, dass wir Normalverdienende ein bisschen Einkommenssteuer ist halt. Die ist halt auch sehr hoch. Aber wir können eigentlich nicht auf das Geld verzichten.
Das stürzt uns in den Ruin, wenn wir das machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, so krass runterzugehen. Ich würde ihnen ja gerne noch einfach irgendwas für ihre Steuern geben, was sie mögen. Erbschaftssteuer, Eigentumssteuer, Solidaritätssteuer. Der Soli, den könnte man vielleicht... Aber das interessiert eigentlich auch weniger die Vermögen. Das interessiert mehr die Vermögenden als die Normalverdienenden. Es muss doch irgendwas geben, was die Leute alle mögen. Ist mittleres Einkommen gleich normales Einkommen für die? Also wie die Begriffe manchmal zusammenhängen, ist nicht immer klar, finde ich. Es wird halt ewig dauern, bis sich das bemerkbar macht. Frei finanzierter Wohnungsbau. Ja, Moment, wir müssen nicht den frei finanzierten Wohnungsbau komplett killen. Das Ding ist, wenn du halt einmal reingeguckt hast, dann ist es halt auch schon, dann bist du schon committed, dann kannst du schon gar nicht mehr raus. Klimawandelprotokoll. Ja, ratifizieren wir. Direkt erstmal CO2-Ausstoß 10% reduziert, bruh. Wahlkampfreden. Okay. Moment. Wem wollen wir ansprechen? Vermögende. Ist auch ein bisschen Stereotyp hier. Mit Panda Jago, ein Politiker, den sie vertrauen können. Lernen sie doch einfach selber erkennen, okay, in der brennenden Tonne in der Gas. Das für solch... Okay, ich kann nur das eine wählen. Normal verdienen, ne? Mögen mich jetzt ein bisschen mehr. 41% nur. Ey, Leute. Die meisten Parteien hier wären froh, wenn sie 41% bekämen. Und wir gewinnen massiv Mitglieder. Also ich weiß, das in Democracy 3 war es ziemlich einfach die 99% zu erreichen. Also, ja. Warte, wo kommt jetzt das Defizit her? Hä? Wo zum... Ach nee, 50 Millionen. Ich dachte schon, ich habe erst 50 Milliarden gelesen. Oh Mann, ich dachte für einen Moment, was habe ich denn jetzt gemacht, dass das so hoch ist? Käufliche Staatsbürgerschaft, Sozialisten hassen es, Korruption geht hoch damit. Und es ist auch nicht so, sind nicht so hohe Einkünfte. Korruption geht drauf, wenn wir eine staatliche Telekommunikationsgesellschaft haben.
Subventionen für ländliche Entwicklung. Kfz-Nutzung geht damit aber wieder rauf. Aber den Rest wollen wir haben. Was ist davon, die Hintergrundmusik durch sozialistische Musik zu ersetzen? Im Moment nicht so viel. Informationsfreiheit. Es werden Forderungen nach einem Gesetz, dass die Verfügbarkeit von Daten, die über unsere Bürgerinnen ohne deren Wissen in Datenbanken gespeichert werden, erhöht werden soll. Dazu zählen Daten, die von privaten medizinischen Betrieben, Versicherungsfirmen und Inkassobüros sowie von Regierungsabteilungen gespeichert werden. Warte, wir wollen die Verfügbarkeit von Daten, die gesammelt werden, erhöhen. Ich will ja eigentlich diese, das sind ja eigentlich sensible Daten, die man ja eigentlich schützen möchte. Ich glaube, das muss eine Übersetzung, da muss irgendwie ein Übersetzungsfehler sich reingeschlichen haben, dass das nicht so ganz stimmig ist. Weil hier haben wir natürlich wieder, ja, ohne können ja unsere Geheimdienste nichts, ne? Also ich nehme an, dadurch geht jetzt Korruption runter. Da sie die Maßnahme Subventionen für ländliche Entwicklung so kurz vor der Wahl geändert haben, steht ein Teil der Wählerschaft ihrer Partei jetzt zynisch gegenüber. 44%. Wen wollen wir ansprechen? Sozialisten? Aber wir haben auch irgendwie, wir können es gefühlt nur verkacken bei den Leuten. Patrioten. Was soll ich mit Patrioten? Achso, ich hätte vorhin sogar wirklich mehrere Sachen. Fundraising. Okay, jetzt haben wir wieder ein Defizit. Subvention für Übung Raumfahrtprogramm. Haben wir zu wenig Kapital für. Aber sollte unser nächstes Ziel sein, glaube ich. Vorausgesetzt, wir werden wiedergewählt. Dazu müssen wir jetzt mal eine Runde nichts tun. Verschlechterung der Bonität. Das ist jetzt wirklich jetzt aber echt ein bisschen, ja gut, nicht willkürlich. Wir haben gerade ein Defizit, aber trotzdem. Tourismus. Wahlversprechen. Einkommenssteuer senken um 25% absolut oder relativ. Laizistische Bildung können wir erhöhen. Amtszeitbeschränkung der Staatsführung, Eigentumssteuer. Meine laizistische Bildung können wir mal versprechen. Personalausweise senken, BIP erhöhen, Geheimdienste senken, Solidarität. Ja, komm.
Das Ding ist, ist es relativ oder ist es absolut? Weil sie sagen, aktueller Wert ist. Okay, es ist relativ, weil er sagt aktuell. Und dann ist das Ziel 75. Das heißt, wir können. Okay, dann sagen wir auch Soli. Mögen zwar vor allem Vermögende, aber okay, das ist noch am realistischsten, was ich machen kann. Pass auf, es ist erstaunlich günstig. Wo ist das Raumfahrtprogramm? Hier. Patrioten lieben es, Arbeitslosigkeit geht runter. Beamte lieben es, Technologie geht drauf. Religiöse Mitgliedschaft geht runter. Internetgeschwindigkeit geht drauf und wir stehen als starke Führungsperson da. Wir wollen eine eigene Raumstation. Wir greifen einfach diese alte. War das Liv Lloyd oder hatte die nur beworben? Diese alte Petition, dass Deutschland sich seinen eigenen Todesstern bauen soll. Mit dem man dann unter anderem zum Beispiel dann halt LTE im ganzen Land hinbekäme. So, Mars-Programm ist dafür wiederum teurer. Steuer auf Freizeitdrogen setzt halt immer noch voraus, dass dass überhaupt Freizeitdrogen legal sind. Förderung von Drogentherapien. Gesundheit geht dadurch rauf, ja. Kostenlose Sehtests. Kapitalisten, ja, es ist. Brillen sind halt auch absolutes Luxusgut in Deutschland. Ja, es ist schon Jahre, ja, ich weiß. Das war als Liv Lloyd noch. Gut, ich weiß gar nicht, was der inzwischen macht. Wollen wir einen sauberen, positiven. Komm, wir wollen positiv. Wir gelten als vertrauenswürdig. Let's go. Effizienz ihrer Wahlkampfausgaben steigt um 4%. So, sind wir bereit? Oh, 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 oh. Nee, das schaffen wir nicht, oder? Doch! 52%! Boys, wir sind wiederbelebt. Nicht wiederbelebt, wiedergewählt. Wieso sage ich die ganze Zeit wiederbelebt? Warum kann ich keine Worte zuordnen? Wir sind wiederbelebt, Boys. War knapp. Ja, unsere Möchtegern AfD hat einfach, gut. Wir haben 15% Nichtwähler. Und die pinke Armeefront macht hier gut, die haut gut rein. Umwelt nach der Wahl. Wir haben jetzt die Chance, unsere Kabinettsminister, aber die sind jetzt halt auch gerade mal halbwegs effizient und zu sehr erfahren. Und die ist sehr effizient und erfahren, aber halt nicht loyal. Wir brauchen aber halt die loyalen Leute für mehr politisches Kapital. Wir können nicht Naftinamin rausschmeißen, aber wir schmeißen sie raus. Wir brauchen eine neue Finanzministerin. Xiaomi, ich glaube, wir haben einen neuen Finanzminister. Moment, hier heißt er jetzt Steuerminister. Sozialisten und Eltern loyal. Ja, Eignungssteuer ist eher mäßig.
Aber mit der Haarfarbe wäre ich das, wäre ich sogar geneigt, dass, dass das für Flami passt. Patrioten und Rentner. Nein. Autofahrer und Sozialisten. Kapitalisten und arme ethnische Minderheiten, Liberale. Wir hatten doch vorhin jemanden gefunden. Sozialisten und Eltern, hier. So, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber okay. Gesetzesvorschlag zu genmanipulierten Lebensmitteln. Einige große Agrarkonzerne bekunden Interesse, genmanipulierte Nahrung auf unseren Böden anzubauen. Manche Nahrungsmittel können genverändert werden, um die Haltbarkeit zu verlängern und sie resistent gegen Krankheiten und Herbizide zu machen. Gegner sind über die potenziellen Risiken besorgt. Leute. Wir benutzen Gentechnik seit Jahrhunderten in gewisser Form. Wir haben immer die Pflanzen uns angepasst, wie wir es wollten. Klar, nicht so gezielt, aber das ist jetzt in dem Sinne, würde ich nicht jetzt sagen, dass das gefährlicher ist als das, was wir die letzten paar hundert Jahre mit unseren Monokulturen so gemacht haben. So, wir erlauben das. Umweltschützer hassen es. Ja, wer sagt denn auch, dass Umweltschützer immer rational sind? Kapitalisten lieben es aus irgendeinem Grund, wir kriegen 1% BIP. Raumfahrtprogramm. Ja, Leute, es ist jetzt aber drin. So, Haushaltsdefizit, das müssen wir wieder reinkriegen. ...49% der Stimmen, Kriminalität ist unten, Armut ist unten, Arbeitslosigkeit sieht gut aus. Was beklagen sich die Leute eigentlich? Okay, wir müssen irgendwann das mit der laizistischen Bildung machen. Wir hoffen mal, dass wir auch noch eine positive Situation später durch die EU-Währungspolitik, das hilft uns, durch die durch das Raumfahrtprogramm kriegen. Umweltproteste, kriegen wir es jetzt langsam mal in den Griff. Initiative für Hybridautos. Das können wir relativ günstig erhöhen. Senkt unseren Ölbedarf, Umweltschützer, Autofahrer. Kfz-Nutzung geht es ein bisschen rauf, aber Umwelt sieht trotzdem gut aus. Umstellung auf Elektroautos. Mit dem pinken Todesstern, wir machen den Creative, den gelben Creative. Oh, was wir hier für. Der Chat ist fast noch politischer als das Spiel hier. Unternehmensflucht. Ja, das kriegen wir jetzt aber auch nicht weg im Moment. Das ist auch ziemlich stabil. Das Internetkriminalität geht bald weg. Das nimmt dann auch wieder den BIP wieder ein bisschen weniger in Beschlag. Alkoholmissbrauch geht runter, aber noch nicht genug. Legaler Drogenkonsum. Wir brauchen politisches Kapital. Und dann machen wir das mit der laizistischen Bildung, weil wir es versprochen haben. Und dann mit dem Drogenkonsum. Verbot von Viehimporten.
Nee, Leute, wir, die Chance ist sehr gering, dass sich die Krankheit bei uns ausbreitet. Es gibt keine statistische oder wissenschaftliche Grundlage für einen Flächendesinfektionsverbot von Viehimporten aus diesem Land. Ja, dann hassen Landwirte es halt. Internetkriminalität ist weg. Schlagzeilen. Ich kann der Regierung gar nicht genug danken. Boah, wie nett. Wir haben ein Haushaltsdefizit. So, wir haben politisches Kapital. Wir gehen erstmal auf die Drogen. Wo ist Recht und Ordnung? Recht und Ordnung ist hier. Hier, der legale Drogenkonsum, der steigt und der senkt wiederum das, den Alkoholkonsum. Wir haben Kapital, so gehen wir auf Drogen. Ja, makes sense. Das ist wieder sowas für ein Spinidi ohne Kontext-Video. Policy Flip-Flop, was? Die Wählerschaft merkt, dass sie ihre Einstellung zum politischen Inhalt Rauschgift geändert haben. What? Ich habe da doch gar nichts gemacht bis jetzt. Massenurteil? Private Weltraumindustrie wächst in unserem Land beträchtlich. Warum? Finde ich das gut? Ich meine, es gilt als positiver. Keine illegale Einwanderungskrise mehr. Ich finde, die Amtszeit der Präsidentin sollte begrenzt werden. Wladimir Putin. Hashtag aged like milk. 64% der Stimmen, also. Ja, die Leute lieben uns. So, laizistische Bildung. Brauchen wir auch 36, das heißt, wir können da auch nicht wirklich was machen. Wie viel bekommen wir pro Runde? 22,9. Okay, das passt. Dann haben wir danach nämlich 50. Und ich glaube, 50 ist das Maximum, was wir gleichzeitig besitzen dürfen. Hungerstreik. Ein verurteilter Terrorist ist in Hungerstreik getreten und fordert, dass er Besuche von Menschen empfangen darf, die mit Terrorgruppen in Zusammenhang stehen. Wir haben nicht den Beweis, um seine Komplizen zu verhaften und schirmen den Verhafteten gerade von allen Besuchen ab. Allerdings würde, sieht es so aus, als würde er den Streik durchziehen und sich in seiner Zelle zu Tode hungern. Uff. Uff, uff, uff. Ist... Ich meine, er hat ein Recht auf Besuch. Er hat nicht unbedingt ein Recht auf Besuch durch spezifische Personen. Leute, wir machen mal eine Poll. Ich bin neugierig, was ihr meint. Sich zu Tode hungern, sounds like a you problem. Ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite, wenn er in unserer Obhut stirbt, sieht es halt schon scheiße aus. Da kommst du halt nicht drum rum. Wir schließen das nochmal gerade, wir können das gleich uns nochmal angucken. Haushaltsdefizit geht zumindest langsam runter. Weltmarkt ist in der Rezession. Genau, das ist auch so ein Ding, worüber du halt nicht wirklich Kontrolle hast. Fanatisch. 64%, also Wiederwahl sollte eigentlich auch gesichert sein. Man hat ihm alles gegeben, ob es akzeptiert ist, ist nicht unser Problem. Das stimmt. Ist ja nicht so, als würden ihm das Essen vorenthalten. Er entscheidet sich nicht zu essen. Verbieten. 100%.
Okay, Xiaomi, das war dir aber sehr wichtig, dass du 3800 ins Losium reingehauen hast. Das lässt uns nicht als Teilnahmswahl dastehen, aber ist halt so. Hä, wieso sind wir jetzt bei 6? Hab ich mich gerade verzählt? So, laizistische Bildung. So, wir gehen aber voll atheistisch, wenn wir es schon ändern. Auf das uns die Religiösen hassen mögen, aber auch die Wirtschaft runtergeht. Was hat bitte für eine Abstimmung? Eine sehr manipulierte und doch sehr einstimmige. So, Steuer auf Freizeitdrogen, jetzt bringt die auch was. Armut erhöht sich, Jugendliche arm und legaler Drogenkonsum gehen wieder runter dadurch. Wie viel ist bei Alkohol und bei Tabak die Steuer? Also sollte ja schon irgendwie ähnlich sein. Zumindest wenn man als Staat sagt, man bezieht jetzt nicht so krass Stellung dazu. Tabaksteuer ist 11%. Und Alkohol? Alkoholkonsum brauchen wir und das senkt die Produktivität auch. Wo ist die Alkoholsteuer? Haben wir auf Alkohol überhaupt eine Steuer? Alkoholsteuer haben wir nicht. Wir haben hier nur Mittel. Und hier haben. Warum haben wir hier jetzt wieder keine Prozentsachen? Wir gehen auf das Höchste, was wir als niedrig bezeichnen können. Terrorverdächtigen ausliefern. Wir haben ein Land im Nahen Osten, mit dem wir keinen formellen Auslieferungsvertrag haben, fordert die Ausweisung eines hier wohnhaften Immigranten. Die Person soll in ihrem Herkunftsland wegen Terrorismus vor Gericht. Sie wird verdächtigt, Autobomben in der Hauptstadt des Landes gezündet zu haben. Alles sind die einzigen Beweise der Geständnisse anderer Terrorverdächtigen, die womöglich unter Zwang extrahiert wurden. Nein, wir liefern nicht aus. Es kann sein, dass die Todesstrafe droht, wir können nicht wissen, ob er eine gerechte Verhandlung hält und wir können nicht sichern, dass er tatsächlich der Täter ist. Jetzt sind sie zu... Hä? Das ist euer Scheiß Ernst? Da sie Maßnahmen der laizistischen Bildung so kurz nach der Wahl geändert haben, steht ihnen jetzt Teil der Wählerschaft ihrer Partei zynisch gegenüber. Es waren Wahlversprechen, Leute. Da erfüllt man ein Wahlversprechen und dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Schlagzeilen. Bei mir kriegen wir auch immer die gleichen zwei Schlagzeilen. So, Alkoholsteuer, wo ist die? Boah, die braucht 30. Und die wird nichts einbringen. Also die haben wir eigentlich, bräuchten wir eigentlich nur aufgrund von, und so. Steuer auf leerstehende Immobilien. Rentner hassen es. Steuergutschriften für Gesundheitsvorsorge, aber es geht auf die private Gesundheitsvorsorge. Das will ich eigentlich nicht fördern. Energieeffizienz geht runter, wenn wir Heizkostenzuschuss geben. Rentner mögen es.
eine Junkfood-Steuer. Es killt halt die Adipositas. Wenn wir auf 1% gehen, macht es halt direkt irgendwie schon 13%. Da wir auf 90% gehen. Also es muss nicht mal viel sein. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja. Das gibt's noch nicht. Es fällt unter Sozialleistung, glaube ich, hier. Es ist halt... Also da müssen Sachen wegfallen, wenn wir das finanzieren wollen. Das ist mehr ein langfristiges Ziel eher. Was haben wir hier? Geistiges Eigentumsrecht. Jugend hasst es Sozialismus. Es fördert Technologie. Das finde ich ein bisschen weird, dass es halt einseitig Technologie fördert, weil es auf der anderen Seite auch schon Fortschritt behindern kann. Ein hochrangiger Amtsträger, den Sie eigens gewählt haben, hat in einer Rede einen notorisch extremen Diktatoren gepriesen. Wer war das? Offenbar hat aber niemand Bestimmtes. Elitäre Gesellschaft. Wieso gilt das als... Ach ne, egalitäre... Oh, ich habe erst elitäre gelesen. Ich habe erst gedacht, warum soll das positiv sein? Egalitäre Gesellschaft. Aufgrund des kulturellen Austauschs und der Bildung verstehen wir die unterschiedlichen Hintergründe der Menschen immer besser. Folglich behandeln sich die Menschen nun gleich und in ethnischen, geschlechtlichen und religiösen Grenzen verschwimmen oder lösen sich gar gänzlich auf. Mensch, Kriminalität geht runter und alle sind happy. Redevelopment wahrscheinlich war nicht das. True. Du bist schuld. Tabakkonsum ist immer noch zu hoch. Kann man irgendwas machen, dass wir die Atemwegserkrankungen wegkriegen? Wieder Aufforstung. Atemwegserkrankungen gehen dadurch runter. Ja, können wir machen. Das ist nur geil. Ja, bitte, wieder Aufforstung. Zuschüsse für sauberen Treibstoff. Subventionierte Schulbusse, Subvention für Schnellfahrstrecken, Staugebühr. Es mag niemand. Pass auf, Standard für Treibstoffwirkungsgrad. Ja, und wenn wir dann... Das können wir nicht in einem durchmachen, das sollten wir zusammen machen. Fahrgemeinschaftskampagne. Das lohnt sich. Das ist auch nicht super, Ja, hier, das machen wir mal. Ja, wir haben ein Defizit, aber das ist gerade erstmal okay. Wir haben ein paar Sachen in der Pipeline, die sich hoffentlich noch auszahlen. Gesetz für das Recycling nach Produktlebensende. Eine der Kehrseiten der Verbrauchergesellschaft ist, dass so viele Produkte nach dem Lebensende einfach in der Mülldeponie landen. Eine Lösung besteht darin, die Bevölkerung zum Recyceln zu motivieren. Seit kurzem wird diese Aufgabe jedoch vermehrt den Herstellern große Haushaltsgeräte zugeschoben, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, alte Produkte zurückzunehmen und zu recyceln. Jo. Machen wir. Bürokratie. Aber warum?
Was ist jetzt hier die, der Auslöser? Weltmarkt befindet sich in einer tiefen Rezession. So, wir haben hier die Standards und dann Zuschuss für sauberen Treibstoff. Wir haben Mautstraßen. Ja, definitiv. Busnutzung, Eltern lieben es. Das hätten wir schon längst machen können. Ich weiß, wie es zu meiner Schulzeit war. Es war ja schon zu viel, verlangt, dass, da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Ich meine, dass man die Buszeiten vielleicht ein bisschen daran anpasst, wann die drei Schulen, die nebeneinander sind, ihre Schulschlusszeiten haben. Ich meine, wir waren ja schon froh, wenn wir rechtzeitig ankamen zum Schulstart. Und ich meine, es ist ja nicht so, als hätten die Busunternehmen nicht die ganzen Schülertickets bezahlt bekommen. Also ja, das subventionieren wir mal. Und dann machen wir hier noch die Standards. Ölbedarf geht dadurch runter, über 24 Quartale. Kfz-Nutzung geht dadurch wieder rauf, aber es ist okay. Man kann ein Fahrverbot für Frauen machen. Was? Kann man auch zweimal Minister werden? Wenn ich jemanden umbenenne, ja. Marketing der Pharmaunternehmen. Seit vielen Jahren beglücken Pharmakonzerne Ärzte mit Geldträgen und Geschenken, die dann deren Medikamente verschreiben, obwohl sie nicht notwendig oder nicht die beste Wahl wären. Dieses Vorgehen hat in den letzten Monaten zugenommen, und auch wenn bisher keine körperlichen Schäden entstanden sind, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmes passiert. Gesundheit geht drauf, Rentner mögen es, private Gesundheitsvorsorge, Kapitalisten hassen es. Wir sind immer noch in einer tiefen Rezession und wir können daran nicht wirklich was machen. Umfragebericht. So, wir hatten vorhin noch Transport. Hier, Zuschuss für sauberen Treibstoff. So, wo war vorhin? Doch, Fahrverbot für Frauen. Das ist eine Sache, die man machen kann. Religiöse und Konservative lieben es. Private Gesundheitsfürsorge komplett runter. Ja, wenn ich tatsächlich langfristig auch durchaus für. Wo ist es? Öffentliche Dienste ist das, ne? Adipositas geht immer. Wobei, was, das entwickelt sich noch, aber ich weiß nicht, ob das könnte genügen. Atemwegserkrankungen. Wiederaufforstung, das tut ein bisschen was, aber es reicht auch immer noch nicht. Wir kriegen es nicht weg. Amtszeitbeschränkung der Staatsführung. Die sind jetzt zum Glück nicht wir. Also, außer das Spiel sagt das, aber. Ich meine eigentlich, dass man das im Vorfeld festgelegt hat. Also, falls uns das Spiel eigentlich einfach rausschmeißt, fände ich das weird, weil dann haben die schon wieder nicht aufgepasst. Bei Staatsführung sind zwar funktional wir, aber unser Staatsoberhaupt hat zwar, aber der Bundeskanzler hat ja keine Amtszeitbeschränkung. So, wo ist die private Gesundheitsvorsorge? Bildung ist. Okay, Bildung ist einfach auch voll. Private Gesundheitsvorsorge.
Nee, Durchschnittstemperatur. So, private Gesundheitsvorsorge ist riesig. Es kann nicht eine ordentliche gesetzliche Gesundheitsvorsorge reduziert werden. Warum ist unsere gesetzliche Gesundheitsvorsorge denn nur das Scheiße? Ist mir ehrlich, wo ist unsere gesetzliche Gesundheitsvorsorge? Unter welchen Namen haben die das? Ich sehe es nicht, aber es müssen ja öffentliche Dienste sein. Verbot privater Gesundheitsvorsorge. Niemand mag es. Doch, Sozialisten, aber es ist auf 7% insgesamt. Staatlicher Gesundheitsdienst, da. Es ist halt auch teuer. Wo sollen wir, soll ich das Geld besorgen? Wir haben zu wenig schon. Jetzt. Öffentliche Steuererklärung. Gleichberechtigung und Sozialist gehen hoch, aber Liberale und Vermögende hassen es. Das ist eigentlich schon mal ein Grund, das recht zu tun. Korruption. Wollen wir öffentliche Steuererklärungen? Wir können es ja, wenn wir das Ding zur Einführung gehen und dann uns die Einstellungen angucken, dann müssen wir halt, dann haben wir keine Wahl mehr. Was kostet uns gerade am meisten Geld? Die gesetzliche Rente. Die will ich aber nicht streichen. Staatliche Schulen will ich auch nicht schmeißen. Gesundheitscoupons. Kosten uns 19 Milliarden. Pass auf, was kostet uns das abzubrechen? 6 kostet das. Und wenn wir dann auf die, auf den staatlichen Gesundheitsdienst gehen, dann brauchen wir halt. Wenn wir das einfach da investieren. Wir brauchen theoretisch 44 Kapital dafür. Ein Pornos... Was? Ein Pornostar hat öffentlich bekannt gegeben, dass eine Affäre mit ihnen zu haben und dass sie Schweigegeld gezahlt haben, um ihre Indiskretionen geheim zu halten. Schlimmste ist aber die Tatsache, dass das Schweigegeld wohl mit Wahlkampfgeldern gezahlt wurde. Das ist eine Straftat. Müsste halt einen Lakaien zu finden, dem die Zahlung zuschieben können, die Affäre abzustreiten und das Plappermaul zu bestechen, damit es den Mund hält. Konservative hasst es und ich bin nicht mehr vertrauenswürdig. Uff. Ja, also Leute, ja. Was habe ich gesagt? Wir brauchen 44, ne? Zwangsarbeit für Arbeitslose. Ja, nein. Kinderbetreuungsgeld, bedingungsloses Grundeinkommen. Internetsteuer. Es wird niemand mögen. Aber es gibt Geld. Unternehmenssucht geht dadurch hoch. Willensteuer. Aber es kann halt auch die Falschen treffen.
Es ist nicht beliebt, aber wir haben, glaube ich, nicht wirklich eine Wahl mit der Internetsteuer. Besteuerung von Kryptowährungen. Das kostet, wenn man es halt nicht total übertreiben will, dann ist halt nicht 18 Capital schon wieder viel zu viel. Also ich finde die Religion, warum kann die Religionssteuer nicht eine Steuer dafür sein, dass du religiös bist? Und wir dann irgendwelchen Scheiß ausbaden müssen. Alkohol verbieten! Organisiertes Verbrechen geht dadurch rauf. Förderung von Drogentherapien. Obligatorische Lebensmittelkennzeichnung. Ja. So, und dann können wir das andere machen. Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Ja. Das ist gar keine Frage. Bürokratie, aber das hovert aber auch hier so. So, 46. Das heißt, wo ist Privatschulen? Wie sieht es mit Adipositas aus? Die geht runter. Vielleicht werden wir sie sogar bald los. Atemwegserkrankungen. Geht auch runter, aber viel weiter wird es nicht gehen. Der Tabakkonsum haut halt immer noch rein. Einfach dein eigenes Geschlecht, dann hat man nicht das Problem mit der geschlechtlichen Ehe. Ja, Standesbeamte hassen diesen Trick. Wo waren jetzt die Voucher dafür? Kampagne für gesunde Ernährung. Könnte man auch mal raufschreiben. Ich gehe halt davon aus, dass das Gesundheit sich auch irgendwie auszahlt. Kunstsubvention. Ist aber auch nicht das, was ich suche. Hier war, es war doch vorhin hier. Aber wir gehen mal gerade nach Geld. Staatliche Schulen. Gesundheitscoupons. Ich kann sie eigentlich nicht komplett streichen. Ich kann es nicht ersatzlos streichen. Ich brauche beides. Fonds für Klimawandelanpassung haut natürlich auch gut rein. Da können wir auch noch gut Geld reinballern später. Schuldzinsen, staatlicher Schienenverkehr, Kindergeld, Militärausgaben. Nur zeremoniell, was halt auch schon sauteuer ist. Wir können halt auch nicht die Bundeswehr komplett private Weltraumindustrie. Raumfahrtprogramm ist schon wichtig. Invalidenrente, Wissenschaftsfinanzierung, Straßenbau, Universitätszuschüsse. Was haben wir hier? Wo
wollen wir eigentlich auch nicht weg haben. Beteiligung der EU, Polizei, Subvention, Ehefreibetrag, Sozialfürsorge. Was bringt uns der Ehefreibetrag? Konservative religiöse Eltern und religiöse Einkommen. To be honest, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. So, was haben wir noch? Effizienz 101%. Gute Nacht, Fanami. Danke fürs dabei sein. Ah, wir brauchen mehr Geld. Es geht nicht anders. Besteuer und das heißt, wir brauchen eine Internetsteuer. Aber so bringt es halt nichts. Also manchmal ist die UI nicht sehr responsive. Es haut halt Technologie komplett kaputt. Plastiktütensteuer. Jo. Es ist jetzt, aber es geht jetzt mehr um die Umwelt als alles andere. Einführung des Jedermannsrechts. Das hatten wir doch schon. Aber mir gefällt die Argumentation. Hier starten einfach ein paar verstimmte Sozialistinnen einfach einen schlecht geplanten Versuch des Klassenkampfes. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt konsistent, aber machen wir so. Organisiertes Verbrechen. Yo, organisiertes Verbrechen ist weg. Schockierender Missbrauch unseres Sozialsystems. Wir folgen Erhard. Moment, war das nicht der mit seiner Autofirma? Aber Armut ist einfach ausgelöscht. Es gibt keine Armut mehr. Es gibt auch keine Kriminalität mehr. Arbeitslosigkeit ist im Moment ziemlich hoch. Aber es gibt erstaunlicherweise keine... Also manchmal habe ich das Gefühl, das funktioniert noch nicht so richtig, wie das hier alles zusammenhängt. Ist aber nur mein Gefühl. Subventionen für Synthetikfleisch. Nahrungsmittelpreise. Landwirte hassen es. Aus irgendeinem Grund erhöhen Subventionen für Synthetikfleisch die pflanzliche Ernährung. Also ich weiß jetzt nicht, ob hier nur Laborfleisch gemeint ist. Ausscheiden des Nationalteams aus der Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt natürlich, das geht jetzt natürlich als meine Schuld. Technologischer Vorteil. Darauf habe ich gewartet, dass das kommt. Das hilft jetzt natürlich auch mit der Unternehmensflucht. Ja. Kriegen wir die Produktivität irgendwie rauf? GDP, so, was haben wir hier alles? Okay, man sieht nichts. Produktivität. Geht jetzt natürlich auch rauf. Arbeitslosigkeit, Löhne. Löhne verringern aus irgendeinem Grund die Produktivität. Arbeitnehmerinnen in den Vorstand. Ja gut, wenn Produktivität heißt, dass es kein
dass Arbeitnehmer keine Rechte haben, dann ja. Hiermit hängt halt fast alles zusammen. Das ist halt nicht wirklich hilfreich. Technologie. Wahrscheinlich haben wir nur bald dafür ein anderes Problem, nämlich, dass unsere seltenen Erden knapp werden. Auslandsbeziehungen. Diplomatendienst. Ja, komm, das ist auf jeden Fall mal ganz hilfreich. Internationaler Handel. Obligatorischer Fremdsprachenunterricht. Patrioten hassen es. Aber wir optimieren mal ein bisschen hier. Internationaler Handel, können wir hier noch irgendwas machen? Währungsstärke, können wir da irgendwas mitmachen? Inflation. Nein, aber können wir nicht wirklich was machen. PKW-Nutzung ist immer noch ziemlich hoch. Fahrerzuschüsse bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Straßenbau. Wir bräuchten halt noch mal ein paar positive Situationen. Das wäre vielleicht ganz nice. Alkoholmissbrauch kriegen wir immer noch nicht raus, Leute. Psychische Gesundheit. Ich bin hier sehr, sehr zwiegespalten. Weil ich weiß, wie sehr Schulen versagen, wenn es darum geht, hochbegabte Schüler zu fördern. Ich weiß aber auch, wie sehr die Schulen versagen, wenn es um schwächere Schüler geht. Oder irgendwen, der aus der Reihe fällt. Und gerade durch diese Auswahl machen es sich Lehrer Probleme? Das schiebt es so auf die Lehrer. Was ist halt die Erwartung, dass alle da reinpassen? Getrennte Klassen, neutral, spezielle Schulen, Finanzierung der besten Schulen. Ich schwanke zwischen getrennte Klassen und keine Auswahl. Bildung geht dadurch ein bisschen runter, aber ganz ehrlich, wir haben Bildung voll. Gewaltverbrechen sind einfach auf 0%. So, was haben wir denn noch bei der psychischen Gesundheit?
Moment, Sozialfürsorge. Umfasst die Tagespflege und Pflege für die ältere Bevölkerung nicht mehr alleine leben können, die Pflege von Demenzkranken sowie Unterstützung für Frauenhäuser und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen. Na, das verringert die Nachfrage. Das ist halt teuer. Ich will es machen, aber es ist teuer. Ich habe den Alkoholmissbrauch wegbekommen. Zeugenschutzprogramm, wir sind schon da komplett unten. Wahlkampfeffizienz geht runter, wenn wir die Werbeanrufe wegmachen. Alkoholmissbrauch geht dadurch runter, Gewaltverbrechen kann runter. Handelsabkommen. Ein Zusammenschluss aus westlichen Ländern hat eine Initiative ins Leben gerufen, die ein neues Handelsabkommen erstellen soll. Darin sollen Tarife, Quoten und andere Handelseinschränkungen geregelt werden. Auslandsbeziehungen. Wahlkampffokus. Oh, was haben wir hier? Ich hätte gerne Gesundheit wieder. Bildung ist aber auch sehr geil. Neue Situation. Leute, das hovert hier, aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht. Hier sind keine Ursachen gelistet. 70%. Der Haus warte, der Etat hat einen kleinen Überschuss? Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Also, das verstehe ich. Also, manchmal kommt das irgendwie einfach zustande und ich weiß nicht, wie. Also, irgendwas geht dann wieder. Also, irgendwas wird dann aktiv und ich verstehe nicht, was. Warum. Atemwegserkrankungen, das dauert noch ein bisschen. Adipositas. Geht zwar noch ein bisschen runter, aber es wird auch nicht reichen. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft, das geht sogar wieder rauf. Unternehmensflucht hört auf. Jawohl, weil wir technologischen Vorteil haben. Umweltproteste sind immer noch erstaunlich stabil. Obligatorischer Schlaf. Was? Hatten wir das nicht? Staatliche Wasserwerke. Wasserindustrie geht dadurch. Hat da was gegen? Eine CO2-Kampagne und das andere. Wo war es vorhin? Zuschüsse für Neuwagen wollten wir auch noch gemacht haben. Ich bin gerade so ein bisschen ablenkbar. Obligatorische Wasserzähler wollten wir gemacht haben. Unternehmensflucht ist weg. Verbesserung der Bonität, ja, danke. Das heißt, wir sind unser Überschuss sollte sich jetzt noch ein bisschen besser. Dass wir auch mal unsere ganzen Schulden wegkriegen. Wahlkampfreden. Brauchen wir das?
Jugend, Normalverdienende. Mitgliedschaft, also ja, wie gesagt, wenn du nicht Sozialist bist, bist du Kapitalist. Das macht irgendwie 76% aus. Aber dafür haben wir trotzdem verdammt viele Wähler. Okay, die Rede ist scheiße. Okay, ich glaube, das geht aber um die Gesamtauswirkungen, ne? Aber wir sind total beliebt, also... Umweltproteste ist immer noch... Aber gut, wir haben jetzt gerade ein paar Maßnahmen da, verabschiedet, das ist okay. Einkommensabhängige Bußgelder. Hohe Einkommen hassen es. Vermögende hassen es. Sozialisten lieben... Ja. Ne? Weil... Wenn es nur eine Geldstrafe ist, dann ist es legal, wenn man Geld hat. Und so. Gibt es keine anderen Ideologien im Spiel? Faschismus zum Beispiel. Nee. Ein wichtiger Handelspartner hat politische Beziehungen mit unserem Land aufgebaut. Sehr gut. Wahlkampfreden? Ja, das war 14 Milliarden. Also jetzt auf einmal geht's gut. Hä? Schon wieder? Wir hatten es doch schon weg und warum geht es jetzt auf einmal so krass rauf? Wo kommt das denn jetzt her? Wieso ist Kfz-Nutzung jetzt auf einmal wieder so krass? Müssen wir das jetzt ernsthaft in die Schiene investieren? Bevor wir wieder schon wieder einen Verkehrskollaps haben. Kfz-Nutzung, Schienennutzung. Staatliche Schienengesellschaft. Schienennutzung geht rauf. Arbeitslosigkeit geht runter, Armut geht runter. Schienenindustrie ist sowieso schon komplett tot. Hier, wir gehen einfach von 0,8 auf 20%. Korruption geht rauf. Aber auch Produktivität, das sollte am Ende alles ausgleichen. Transport, Subvention für Schnellfahrstrecken. Ja. Internationaler Handel, Produktivität, Schienennutzung. Hyperloop. Dann sind wir zwar jetzt wieder im Minus, aber das wird sich hoffentlich lohnen. Geschlechtsneutrale Toiletten. Dieser Vorschlag wäre nie vonnöten gewesen, wenn unsere Gesellschaft toleranter gegenüber diversen Bürgerinnen wäre. Dient nur dazu, einem Bruchteil der Bevölkerung gegenzukommen. Ja, es gibt dieses Ding namens Minderheitenschutz, ne? Die Änderungen würden Unternehmensinhaber riesige Beträge kosten, weil es verpflichtend ist, geschlechtergetrennte Toiletten überhaupt zu haben? Religiöse und Konservative hassen es. Das sehe ich als Belohnung.
Zynische Wählerschaft. Boah, Leute. Alkoholmissbrauch ist weg. Verkehrskollaps. Ja, Leute. Soli muss sinken. Boah, wenn man den Text überhaupt noch lesen könnte. So, wo ist der Soli? Können nicht komplett drauf verzichten, leider. Hätten wir machen können, vorhin, als wir Geld hatten. So, es ist Wahlzeit. Wir gelten als vertrauenswürdig, das heißt, wir gehen mal voll auf positiv. Erhöht die Effizienz um 2%, Leute. Let's go! Ja, ich glaube, das ist eindeutig. 80% der Stimmen. Als fucking ob. Wir haben aber auch, wir haben kaum noch Nichtwähler. Kleinere Parteien 0,1%. Die Querdenker sind auf 1,7%. Selbst die Pinke Armee. 16,9%. Okay, wir dürfen sogar noch eine weitere Amtszeit antreten. Und wir haben ein komplett loyales Kabinett. Sehr schön. Verbot von Tierversuchen. Hoch. Ja, ach Leute, ihr seid auch nie zufrieden, ne? Jakob. Ach, jetzt heißt er auf einmal Jakob. 80% der Stimmen. Ja, wir hatten gerade 80%. Kleines Haushaltsdefizit von 9 Milliarden. Verkehrskollaps geht. Okay, es geht wieder runter. Gewerkschaftsbeschränkungen. Mars-Programm. Wenn es nicht so teuer wäre. Aber Technologie geht dadurch halt auch massiv durch die Decke. Patrioten lieben es. Arbeitslosigkeit geht runter. Multiplikator für Begrenzung von Managergehältern. Verstärkt die nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Wie sieht's da aus? Ist es langsam mal weg? Nein. Warum gehen die Umweltproteste jetzt schon wieder raus? Ich mache gefühlt ständig was für die Umwelt. So, eine Strafvermögenssteuer. Vermögende hassen es. Wohltätigkeitsorganisationen gehen dadurch runter. Korruption. Wie sieht's mit Korruption aus? Korruption ist kein Ding. Also da sehe ich keinen Grund für öffentliche Steuererklärungen. Sensibilisierungskampagne für Cybermobbing? Ja, bitte. Staugebühr. Niemand mag es. Komm, mal gucken, ob wir es hinkriegen, dass wir wieder rausgewählt werden am Ende. Ist das Spiel endlos? Ja, bis du erschossen wirst, was in dem Fall nicht passieren kann, oder bis du nicht mehr wiedergewählt wirst? Steht Teil ihrer Wählerschaft jetzt Verschlechterung der Bonität? Ja, das ist natürlich jetzt wieder Kacke. Also irgendwie flipfloppe ich die ganze Zeit zwischen Doppel-A und Triple-A.
Handelskonflikt, Nahrungsmittelpreise gehen hoch, internationaler Handel geht runter. Wir erhalten immer noch 83% der Stimmen. Kleines Haushaltsdefizit. Wie sieht es aus? Wir haben immer noch erstaunt. Also dafür, dass wir. Arbeitslosigkeit ist bei 27%, aber gleichzeitig haben wir keine Armut? Komm, wir gehen zumindest mal eine Stufe hoch. 27% der Leute. Ja, wenn ich das hier richtig lese. Moment. Hier, Arbeitslosigkeit. Sehr vereinfachte Form ist es der Prozentsatz der nicht erwerbstätigen Bevölkerung. Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht aktiv Arbeit suchen sind, werden hier nicht eingerechnet. Also die ganzen Kinder sind also hoffentlich schon mal ausgerechnet. Ihr denkt bitte auch dran zu trinken, Leute. Auch wenn es jetzt zumindest hier angenehm wird von den Temperaturen. Verbraucherrechte. Automatische Erstattung, Stillhalteperiode, Recht der Warenrückgabe. Hast du schon das bedingungslose Grundeinkommen eingefügt? Nein, von welchem Geld? Das war klar creative, ne? Zum Glück mache ich mir im Moment gar nicht die Mühe, die Flasche überhaupt zuzudrehen. Jetzt zur Massentierhaltung. Ja. Landwirte hassen mich jetzt. Wir kriegen 90%. Also ab einem bestimmten Punkt. Also, ich habe das Gefühl, es hängt nicht immer zusammen mit dem, was du tust. Aber gut, auf der anderen Seite ist das irgendwo schon realistisch. Verbot von Zweitwohnsitzen. Widersprüchliche Maßnahme, Steuer auf leerstehende Immobilien. Beschränken des elektronischen Wertpapierhandels. Es killt halt potenziell unser Bruttoinlandsprodukt. Initiative für grüne Elektronik. Ja, das halte ich für sinnvoll. Darf ich dazu trinken auch einen Joint rauchen? Ist nicht ein Nebeneffekt von Gras auch, dass man einen trockenen Mund kriegt? Oder war das eine andere Geschichte? Versuchen Sie, unnötige Gesetze zu reduzieren. Ach okay, jedes Gesetz, was du machst, aber das Ding ist jetzt, wo wir einmal drin sind, wird es halt schwer, da wieder rauszukommen. Bonität geht hoch. Das ist manchmal auch irgendwie... Also obwohl wir noch ein Defizit haben, sind wir wieder kreditwürdig. Glücksspiel, wie sieht's aus? Keine Einschränkung. Einsatz- und Altersbeschränkung. So, was gibt es an Gesetzen, die wir streichen können? Gleichgeschlechtliche Ehe. Was soll hier heißen? Mittel, niedrig, hoch, Maximum? What? Und vor allem, wieso ist es nicht auf Maximum? Gibt es hier Sachen, die wenig Einfluss haben?
Gefühlt, es hat halt neben dem GDP, hier hat halt einfach alles wenig Einfluss. So. Ah, die Positas geht schon. Wieso geht die wieder rauf? Hä? Warum? Atemwegserkrankungen genauso. Also irgendwie. Eine wichtige sozialistische Regel ist auch, dass man den Übergang vom Kapitalismus in den Sozialismus nicht so schnell machen darf. Und ich glaube, das machst du sehr gut. Du solltest wirklich in die Politik gehen. Oh. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Sollen wir es einfach ownen, dass unsere Wirtschaft nicht konkurrenzfähig ist? Bürokratie. Selbstständige Produktivität geht runter. Auslandsinvestitionen. Forderung einer geldgebenden Person liegt vor. Rechtshilfe. Politischen Inhalt anzeigen. Ja, da bin ich. Ja, da bin ich dabei. Kriegsregion. Schon wieder. Egalitäre Gesetze. Was? Warum nicht mehr? Die Zeiten der Gleichheit waren wirklich. Warum? Illegale Einwanderung. Warum ist jetzt schon wieder illegale Einwanderung? Wo kommt das her? Okay, Kriegsregion. Wo war der obligatorische Sprachunterricht? Können wir uns nicht leisten. Darmstadt will sehr gerne leben, lass mal zusammen die Regierung stürzen. Ausbau der Wohngebiete. Jo, das ist jetzt wieder eine Krise. Effizienz ist gut. Atomwaffenwehrpflicht. Forschungszuschüsse. Obligatorische Kleinkraftwerke. Subvention für vertikale Landwirtschaft. Aber was ich eigentlich haben wollte. War der obligatorische Sprachunterricht. Patrioten hassen es. Aber der Rest ist total fein damit. Staatliche Religion, ja. Geschworenengericht. Antikorruptionsbehörde. Gesetze für fahrerlose Autos. Sollte man vielleicht mal machen, ja. Wieso muss ich das Gegenteil von dem machen, was ich jetzt mache?
Ja, Leute, bleibt mal schön offen. Neue Situation, Social-Media-Sucht. Internetgeschwindigkeit, Technologie und BIP. Also es hat nicht immer alles positive Auswirkungen. Weltmarkt entwickelt sich gut. Das ist halt immer die Frage, wie lange hält das? Auf Privatgrundstücken separate Fahrspur, in Stadtbereichen. Es hat halt nur positive Auswirkungen. Das finde ich ein bisschen weird. Soziale Medien regulieren. Extremisten gebannt, Löschpolitik, aktive Überwachung. Aber hilft das bei der Social Media Sucht? Ich habe so meine Zweifel. Internationales Fusionsforschungsprojekt. Wieso hassen Umweltschützer Fusionsforschung? Seid ihr high? Das ist wahrscheinlich die beste Investition, die wir machen können. Und dann haben wir schon wieder kein politisches Kapital mehr. Morgen werde ich mal herausfinden, ob ich Gras gegen ADHS bekomme. Meinst du, das klappt und wäre eine gute Idee? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin. Wenn du nochmal spielst und dann praktisch das Gegenteil machst, kann man sehen, wie schrecklich eine kapitalistische Welt ist. Ja, das Ding ist, ich könnte da nichts machen in dem Sinne. Absicherung der Ölversorgung. Berät der Ölgesellschaft in unserem Land vor, dass die Regierung bei unseren Ölfreien im Nahen Osten Truppen einsetzt, um sie vor Angriffen durch Terroristen zu schützen. Die involvierten Regierungen begrüßen die Stationierung unserer Truppen zu diesem Zweck in ihrem Land. Moment, in manchen Ländern wird es eine heftige Gegenreaktion auslösen. Die involvierten Regierungen begrüßen die Stationierung unserer Truppen. Also ja, Truppen aussenden. Warum kredelt das jetzt meine Auslandsbeziehungen, Leute? Das ist manchmal weird. Mein Stuhl ist wohl hinter mir zusammengebrochen. Ach du Scheiße. Natürlich sind die High, wozu hast du vorhin das Gras legalisiert? Ja, das stimmt. Illegale Einwanderungskrise, okay, das geht gleich weg. Atemwegserkrankung und Adipositas, wir kriegen die nicht weg. Es geht nicht. Staatlicher Postdienst. Produktivität geht dadurch rauf. Subvention für Klonforschung. Gummigeschosse. Begrenzung der Konzernspenden an Parteien. Ja. Begrenzung von Parteispenden. Die kosten beide jeweils 15. Taser. Wir können eine Wahlpflicht einführen. Internetzensur. Homosexualitätsverbot. Höchstwahlalter. So, was auch. Wir wollten den staatlichen Postdienst.
Und danach sollten wir eigentlich die beiden Sachen für Parteispenden hinkriegen. Forderung einer geldgebenden Person. Verbot von Zweitwohnsitzen. Also ich meine, wir haben die Steuer auf ungenutzte Immobilien, aber den Verbot von Zweitwohnsitzen, den kompletten würde ich nicht machen. Forderung ablehnen. Verschlechterung der Bonität schon wieder. Also die Schulden werden wir nicht los, habe ich das Gefühl. Ich bin echt gespannt, was unter dem Wort an Kommentaren kommen wird. So, Recht und Ordnung. Begrenzung der Konzernspenden. Niedrige Spendenhöchstgrenze. Und das andere ist bei Begrenzung für Parteispenden. Machen wir mal hier mittlere. Unionsaustritt. Die vorherige Regierung hatte Ihnen das Ergebnis einer Volksabstimmung überlassen. Und Sie müssen nun dem Willen der Bevölkerung Folge leisten. Die Nation hat sich über die Frage, ob wir in einer Union mit unseren Nachbarn vor allem so nach zwei Hälften geteilt. Die Wählerschaft entschied sich ganz klar für den Austritt aus dem Superstaat. Warum wurde das nicht vorher? Warum machen wir, wird uns jetzt ein Brexit reingeknallt und es war nicht vorher irgendwie ein Ding? Vielleicht solltest du die Kommentare für dieses Video deaktivieren. Ich habe auf meinem Discord explizit politische Diskussionen erlaubt, dann kann ich nicht unter dem Video die Kommentare deaktivieren. Also zumindest solange sie nicht komplett eskalieren. Vom die vorherige Regierung. Die vorherige Regierung waren wir. Das ist halt gerade sehr immersion breaking. Illegale Einwanderung ist weg. Wir sind offiziell anscheinend auch immer noch in der EU. Umweltproteste. Wir kriegen die Umweltproteste nicht weg. Radarkameras. Und ja, wir sind in Deutschland. Natürlich ist das super teuer, was Kapital angeht. Verbot von Glühbirnen. Haushaltsbericht, alles gut. Multiplikator für Begrenzung von Managergehältern. So, wir sind eh nicht konkurrenzfähig, also können wir es auch ownen. Durchschnitt. Ganz ehrlich, selbst Durchschnitt mal 100 wäre wahrscheinlich schon für viele eine Gehaltskürzung. So, was kostet uns im Moment das ganze Geld? Gesetzliche Rente ist sauteuer. Staatliche Schulen. Ich finde es einfach toll, wie in Schulen investieren Sozialismus. Also Sozialisten lieben es, Kapitalisten hassen es. Jetzt vielleicht mal Plague Inc. Stream. Ich finde nicht, dass das was bringen würde.
Erweiterung des Flughafens. Oh, wir haben sogar mal drei Optionen. Ist der vom Luftverkehr abhängig? Ja, lassen wir zu. Wahlfokus, ja. Wir nehmen wieder die Bildung. Hearts of Iron 4 habe ich gar nicht. Bildung ist bereits maximiert, da passiert, glaube ich, auch nichts mehr. Antikorruptionsbehörde. Aber Korruption. Okay, ein bisschen Korruption haben wir. Wir sind bei 6%. Förderung von Drogentherapien, ja komm, Gesundheit ist immer gut. Das bringt nur Gewaltverbrechen runter. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Willensteuer. Willensteuer, Transaktionssteuer, Besteuerung von Kryptowährungen bringt uns so gut wie nichts eigentlich. Staatliche Fluggesellschaft. Bekanntes Unternehmen hat sein Aktiendebüt abgebrochen. Ja, wir machen mal Forschungszuschüsse hierfür. Und dann kommt die Willensteuer. 88% lieben es. Wir müssen Rentner ja nicht komplett auseinandernehmen damit. Verbot von Clusterbomben. Oh, hier ein schönes Slippery Slope Argument. Clusterbomben verbieten. Wahlkampfreden sind verfügbar. Ganz ehrlich, die Wahl dürften wir eh gewinnen. Mit 92% der Stimmen und so vielen Mitgliedern. So, Strafsteuer hier. Und wo war das andere? Besteuerung von Kryptowährungen. Beispiel nicht Hearts of Iron 4, die Pässe haben die Ideologie einfach
Kapitalismus einfach Demokratie genannt. Hochspannungsleitungen. Ja, bau sie gefällig. Scheiß auf Nimbys. Wahlversprechen. Nein, brauchen wir nicht. Neuer Parteisponsor. Juhu. Neue Situation. Steuerhinterziehung. So, was bringt uns am meisten rein? Immer noch die Einkommensteuer. Und dann die Umsatzsteuer und dann die Lohnsteuer. Können, glaube ich, die Automatisierungssteuer können wir erhöhen. Auf 30%. Wir kriegen diese Sachen kriegen wir nicht weg. Das ist traurig. Und hier Bibliotheken. Subventionen für Erwachsenenbildung. Ist ja teilweise echt, man muss ja teilweise echt genau hingucken. Die Arbeitswoche geht runter. In der Partei machen wir es, wie lustig sind wir denn? Oh, keine Ahnung. Meinst du, wie lange ich überlegt habe hierfür? Und am Ende habe ich es trotzdem gerade spontan entschieden. Kondensstreifen verursachen Erdbeben, wacht auf, ihr Schafe. Ja, also ich behaupte mal 87% der Stimmen. Kriminalität ist bei null Armut, aber wir haben aus irgendeinem Grund gerade einfach 32% Arbeitslosigkeit. Union, jetzt sind wir auf einmal wieder in der EU? Hä? Ich verstehe es nicht. Social Media Sucht. Das scheint unausweichlich gerade. Sozialleistungen. Kinderbetreuungsgeld. Arbeitslosigkeit geht natürlich auch dadurch runter. Aber es hieß ja eigentlich, dass nur die Leute, also die Leute, die keine Arbeit suchen, zählen nicht mit. Ich gehe mal davon aus, dass Eltern, die halt wegen ihrer Kinder gerade nicht suchen, nicht in dem Sinne als arbeitslos zählen. Oder? Oder? Transaktionssteuer. Lieferdrohnen. Ein internationaler Einzelhändler wird Einkäufe zufällig von Auto- und Cargo-Quadrocoptern liefern lassen. Die Bevölkerung findet das aufregend, aber Gewerkschafter sind äußerst kritisch eingestellt. Sie sagen den Verlust von Arbeitsplätzen. Ja, Leute, Automatisierung wird Arbeitsplätze killen. Das ist, da kommen wir nicht drum rum.
Lieferdrohnen erlauben. Wieso kann die Akademikersteuer? Dass die so krass, ja. Das ist, Creative, du gehst davon aus, dass ich mir alles gemerkt habe, was ich jetzt hier gemacht habe. Verstaatlichung der Industrie. Wollen wir das? Oder haben wir. Es kostet uns halt auch. Wir können es eigentlich gerade nicht leisten. Antirassismuswoche. Oh, ich sehe keine Möglichkeit, wie das schief geht. Private Justizvollzugsanstalten. Nein. Das ist kompletter Blödsinn. Wahl per Telefon und Internet. Verpflichtend? Nein. Gefördert. Okay, es hat gar nicht so viele Stufen. Erlaubt. Mehr wollen wir nicht. Okay, das ist jetzt zwar super teuer, aber wir müssen es tun, ne? Internet-Tracking. Wir können ein Pop-up-System für Websites einfügen. Oh ja, das wird garantiert nicht darauf hinauslaufen, dass alle möglichen UI-Tricks angewendet werden, damit der Bestätigen-Button grün ist und alles, was irgendwie anpassen würde, rot eingefärbt ist. Davon geht die Internetgeschwindigkeit hoch, das finde ich gerade amüsant. Wir kriegen 96% der Stimmen. Kleine Subvention für Kleinunternehmen. Ich finde das ehrlich gesagt erstaunlich, dass das Sozialisten. Das ist ja. Ist das nicht irgendwo auch ne Produktionsmittel in die Hände der Leute? Ich meine nicht unbedingt die öffentliche Hand in dem Fall, aber halt ein Kleinunternehmen. Das ist in dem Fall echt so ein Ding, was gut reinhaut. Du schaffst, was niemand so vor sonst schafft, Internetgeschwindigkeit. Okay, wow, ich habe jetzt nicht sogar mein Achievement bekommen. Das erste diesen Abend. Sagt das ist. Ach Leute, warum müssen meine Minister ständig irgendwelche extremen Diktatoren anpreisen? Social Media Sucht, ja, da komme ich jetzt auch nicht mehr drum rum. Kann aber auch nichts mehr machen. Das ist mein erstes Achievement. Ich habe sonst nichts erreicht in den letzten 3 Stunden. Obligatorischer Kirchenbesuch, Racial Profiling, Scheidungsverbot. Was wir hier für tolle Dinge finden.
Schließung aller Flughäfen. Kfz-Verbot in Städten. Satellitenmord. Ein teures System ist die Aufzeichnung. Das geht, aber also das hat potenziell auch hohe. Also tatsächlich die vorsätzlichen Kosten. Okay, also. Sehen die Ausstattung jedes Autos mit einem Transponder erfordert. Ist datenschutztechnisch wahrscheinlich eine absolute Katastrophe. So ist eine Gebührenerhebung nach Straßennutzung möglich und die lokalen Behörden können die Staureduzierung gezielt regulieren. Ständig in einer Streamerin. Sie ist für ihre freizügigen Kleider und würzigen Songs bekannt, weshalb sie gerade bei der jüngeren Bevölkerung sehr beliebt ist. Ja, Eltern hassen es, aber Social Media Sucht. Psychische Gesundheit geht dadurch jetzt komplett flöten. So, jetzt, ja, wir haben jetzt. Kriegen wir jetzt überhaupt das? Ja, Satellitenmaut kostet uns 45. Autofahrer hassen es, Kfz-Nutzung geht runter. Kapitalisten lieben es. Fusion. Ein großer Internetkonzern angekündigt, einer der Hauptkonkurrenten aufzukaufen. Die Fusion musste durch die Regierung genehmigt werden. Sollte das erfolgreich sein, wird einer der größten Konzerne des Landes entstehen. Nein. Zynische Wählerschaft, egalitäre Gesellschaft, wir haben es wieder. Warum auch immer wir es verloren haben. Alle sind happy. Steuerhinterziehung. Aber was sollen wir da tun? Was wir gucken können, ist mit den Einkommen. Verfügbares Einkommen. Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie ich diesen Graphen hier lese. Also ich kann. What? Wir gehören doch alle über zu 10.000 Gruppen. Ach du Scheiße. Wir sehen übrigens jetzt nicht Politikerin-Anzeigen, Runden-Anzeigen. Wir sind laut dem Spiel irgendwie noch sehr kapitalistisch, oder? Das sind wir. Und jetzt gehen wir gerade irgendwie hier rüber. Wir sind sehr liberal. Wir sind irgendwie erstaunlich kapitalistisch unterwegs. Und jetzt sind wir irgendwo hier. Seit sie es erstmal gewählt und Kriminalität ist runter. Lebenserwartung ist 61%. 61%! Wie alt werden die Leute bitte jetzt? Ich meine, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung vorher so 70 Jahre war und wir von 61%, dann werden doch die Leute jetzt durchschnittlich über 100. Hohes Einkommen sind runter, ist runtergegangen.
Aber das hilft mir jetzt nicht, das zu erreichen, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte wissen, welche von meinen aktuellen Steuern ich noch irgendwie hochpacken kann. Wir müssen unsere Staatsschulden abtragen, das funktioniert nicht anders. Okay, wir können bis hier hingehen. Wir müssen einfach noch den Tod abschaffen. Offene homosexuelle Oppositionsführung. Ja, ist okay. Luditenaufstand, what? Weil... Arbeitslosigkeit, ja gut, Löhne sind niedrig geworden, Bildung, ach, wieso wegen Bildung? Weil die Bildung zu hoch ist. Gut, die Löhne gehen runter. Umfragebericht, wir haben ein kleines Haushaltsdefizit. Beschränkung des elektronischen Wertpapierhandels. Hätte den Kauf von Hardware von einem bedeutenden ausländischen Unternehmen mit starker Verbindung zur ausländischen Regierung bezweifelt, mit Motiven zufolge. Wir haben jetzt eine super effiziente Regierung, aber ich wüsste jetzt echt nicht, was wir noch tun können. Die Leute werden gerade alle arbeitslos. Gut, wir haben ja auch die Automatisierung. Pass auf, bedingungsloses Grundeinkommen. Es kostet mindestens 31 Milliarden. Wie sieht's Mindestlohn bei uns aus? Unsere Wirtschaft ist eh nicht konkurrenzfähig, also von daher wird das, glaube ich, auch nicht mehr schlimmer. Verbot der Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit. Jawohl. Okay, das haben wir jetzt getriggert. Das werden wir, glaube ich, auch nicht mehr los. Produktivität geht runter, Gewaltverbrechen gehen rauf.
Die Schlagzeilen sind auch immer die gleichen. Großer staatliche Gesundheitswesen nochmal. Was war damit das Problem? Nur bei schwerer Erkrankung, bei allen wichtigen Operationen. Exzellente Gesundheitsvorsorge. Sollen wir uns unsere Wirtschaft komplett rippen? Gesundheit ist halt eigentlich schon top. Vielleicht kriegen wir nochmal die Adipositas weg. Gewisse Vorsorge. Lebensbedrohliche Operation, das kann uns sogar ein Einkommen bringen. Nicht übertreiben, sonst geht der Sozialismus kaputt. Das von dir ist, ist es irgendwie weird zu hören. Wenn du das um 60 Jahre sagst, ist jetzt 125,6 Jahre für Männer und 133,4 Jahre für Frauen. Du kannst stolz auf dich sein. Vor allem, wenn ich jetzt noch hier. So, wir machen jetzt erstmal nur gewisse Vorsorge. Das wird schon teuer genug. Haushaltsbericht, ja gut, wir streichen gleich aber die anderen Dinger. Okay, unsere Umfragenwerte gehen tatsächlich sogar mal runter. Durchschnittstemperatur ist erstaunlich stabil. Ich glaube, in Democracy 3 war, glaube ich, der Klimawandel echt so ein unaufhaltsames Ding. Obligatorischer Schulsport. Ja. Ich finde halt, dadurch, dass die Symbole teilweise so absolut winzig sind, gehen die halt sehr schnell unter. Staatliche Schulen. Wir zerstören einfach den Privatschulsektor. Abbrechen kostet 6, okay, wir haben nur 3. Ein Whistleblower. Rückgängig machen eines politischen Inhalts. Ganz ehrlich, an diesem Punkt bringt uns dieser Fonds für Klimawandelanpassung überhaupt was. Wenn das jetzt nicht langsam mal die Adipositas in den Griff kriegt.
Dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. So, wir gehen deutlich hoch. Adoptionsrecht für Alleinstehende. Heute ist es einfacher denn je, Kind und Beruf zu kombinieren. Ja, mit einer Arbeitslosigkeit von 47%. Aber erstaunlicherweise immer noch keine Armut. Wir haben 0%. Das sind so Sachen, das verstehe ich manchmal nicht. Steuerhinterziehung wird jetzt zum Problem. Okay, wir verlieren sogar mal Stimmen, aber das wird uns wahrscheinlich nicht wirklich schaden. So, pass auf. Sollen wir die gesetzliche Rente streichen und durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzen? Dafür brauchen wir 30. Wie viel brauchen wir, um die gesetzliche Rente zu streichen? 37. Oh, das wird kein leichter Übergang. Also wir manövrieren uns gerade eh in den Ruinen, aber ich will jetzt wissen, was passiert. Ich will wissen, wie Adi es treiben kann. Wahlkampffokus. Komm, wir gehen mal auf Gleichberechtigung. Was möchtest du? Marsprogramm. Ja, das können wir tun. Wo wir schon dabei sind, Technologie noch ein bisschen pushen. Mit einer Marsbasis. Wir haben einfach ein massives Defizit jetzt. Aber wie gesagt, ich sehe halt auch nicht mehr wirklich, was wir noch groß machen können. Fischfangquoten. Atemwegserkrankungen gehen schön runter. Adipositas ist leider immer noch zu stabil. Social Media Sucht geht ein bisschen runter, aber das werden wir auch nicht los. Wo ist die Rente? Oh,
brauchen ein Political Capital mehr. Wow. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Ein Pornostar schon wieder. Mensch. Gelte als nicht vertrauenswürdig. So, schauen wir mal. Wir werden immer noch gewählt. Wir haben immer noch 83% der Stimmen. Also das hier ist alles Max und hier Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt bei 50% Arbeitslosigkeit. Religiöse... Gesetz ablehnen. Das ist, ja, eben... So, jetzt wüsste ich aber langsam echt nicht mehr, was wir noch tun können. Wenn wir können das Militär streichen, wobei können wir nicht. Aber an diesem Punkt ist es das einzig Sinnvolle. Anfertigung von Backwaren für homosexuelle Kunden. Ich meine, du... Ich sehe das nicht gerne, aber du bist nicht verpflichtet, mit irgendwem Geschäfte zu machen. Militärausgaben. So, was können wir noch wegkriegen? Braucht man die Invalidenrente wirklich noch, wenn wir schon ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles, was irgendwie zum Beispiel an ärztlichen Sachen, also alles, was medizinisch notwendig ist, durch den staatlichen Gesundheitsdienst abgedeckt wird. Sind wir nochmal 14 Milliarden. Haben immer noch Zuschüsse für Reformkost.
Wow, da kriegen wir sogar noch mal ein Achievement drunter. Neue Situation, überfüllte Krankenhäuser. Die Nachfrage im Gesundheitswesen steigt, warum? Geschlechtsangleichung soll ein Faktor sein? Nach Belieben. Warte, wie weit kann man das noch treiben? Gesetzlich finanziert. So, was haben wir hier? Es gibt, wir können nicht mehr wirklich was machen, oder? Also wir sind uns sind so ein bisschen die Dinge ausgegangen, die wir tun können. Gut, Staatsschulden kriegen wir halt, wir kriegen die nicht mehr in den Griff. Also das werden wir nicht lösen können. So ein Spiel ohne Ende, wo es irgendwann einfach keinen Sinn mehr hat, weiterzumachen. Ja gut, ich sag mal so, wenn die Schwierigkeit höher ist, ist halt die Schwierigkeit das Normale, dass du entweder rausgewählt oder erschossen wirst. Aber ich finde halt, dass die ganzen Sachen dann oft auch einfach nicht mehr zusammenpassen. Also wie gesagt, BIP ist fast voll, Gesundheit ist fast voll, Bildung ist fast voll. Arbeitslosigkeit liegt bei 50%. Wir haben trotzdem keine Armut. Und das, obwohl wir gerade die gesetzliche Rente gekillt haben. Dafür, dass wir jetzt Steuerhinterziehung und den Lolitenaufstand haben, ist Kriminalität auch bei null. Also irgendwie ist das... irgendwie nicht... Das passt alles nicht zusammen. Hi Mitrador, willkommen zum Stream. Du kommst gerade so ziemlich zum Ende, weil ich sehe gerade langsam nicht mehr wirklich, was wir noch tun können. Wir können auch den staatlichen Gesundheitsdienst ein bisschen pushen. Nicht, dass wir das, uns das leisten könnten. Aber auch einfach damit schon, damit wir nicht mehr das Problem haben, dass uns gleich die Krankenhäuser volllaufen. DNA-Datenbank. Nein, machen wir nicht. Wir haben jetzt voll das krasse Defizit. Aber wir können die Wirtschaft nicht mehr pushen. Wir können die Steuern natürlich schon noch erhöhen, aber Normalverdienende hassen es halt. Und die haben die Öl schon ziemlich gut auseinandergenommen. Ja, natürlich die Erbschaftssteuer, aber die Erbschaftssteuer macht halt auch fast keinen Unterschied. Also die Erbschaftssteuer haut eigentlich schon mehr rein, also negativ rein, als sie wert ist. Das Grundeinkommen, das haben wir aber noch gar nicht so lange.
Und es war auch schon vorher so. Wir hatten irgendwie 0% Armut. Ich weiß nicht, wie das da. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Overflows sind. Aber irgendwie passt das alles nicht zusammen. Gut, nicht konkurrenzfähige Wirtschaft, das sind wir nie losgeworden. Das hier werden wir nicht mehr los. Umweltproteste sind wir auch nie losgeworden. Obwohl wir den gefühlt alles für den Umweltschutz getan haben. Wir haben ein fucking Fusionsprogramm. Adipositas geht irgendwie immer wieder hoch. Social-Media-Sucht kannst du auch einfach nicht verhindern, wenn du technologisch fortschrittlich bist. Atemwegserkrankung geht schon. Wieso geht das schon wieder rauf? Ich verstehe es nicht. Wir können auch die Wasserindustrie verstaatlichen. Aber das kostet uns halt auch nur mehr Geld. Also ich weiß nicht, ob mir das schon den automatisierten Luxuskommunismus bzw. Überflussgesellschaft nennen können, weil es sich nicht selbst finanziert. Können die Umsatzsteuer noch erhöhen. Das ist so ziemlich das Einzige, was überhaupt noch eine Chance hat, dass wir überhaupt noch... Aber Steuerhinterziehung geht dann halt richtig hoch. Ich meine, Armut, ganz ehrlich, wir kriegen... Armut ist eh auf Null. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen rumtesten. Staatsschulden 0 und jetzt habe ich sogar schon ein paar Mal erreicht. Gut, aber linksextreme Diktatorin. Okay, jetzt haben Sozialisten was dagegen. Wegen der Maßnahme Willensteuer. Wollen wir dafür sorgen, dass sich Arbeiten wirklich nicht mehr lohnt, wenn wir auch noch die Lohnsteuer hochknallen? Vor allem, die Lohnsteuer kann doch eigentlich, wenn die Hälfte der Bevölkerung arbeitslos ist, auch gar nicht mehr so hart reinhauen, aber... Das tut's. Ja gut, 8,8%. Das ist immer noch der drittgrößte Faktor. Wir können auf jeden Fall die Automatisierungssteuer noch ein bisschen hochpacken. Bisschen ist gut. Atomwaffentests. Egalitäre Gesellschaft ist schon wieder vorbei. Gut, das war eh nur, dass alle sich freuen. Körperschaftssteuer. Aber ich sehe auch keine Steuerfahndungsmöglichkeit, dass man das pusht. Und BEP killt es auch.
können das noch machen. Wenn wir die Schuldzinsen wegbekämen. Ja, das Mars-Programm, das brauchen wir aber auch. Brauchen wir das Kindergeld noch? Ernst gemeinte Frage. Ganz ehrlich, das hier hat so wenig gebracht. Das kommt raus. Verbot von E-Scootern. Schwarzmarkt, weil die Umsatzsteuer so hoch ist. Warte, Legalisierung der Prostitution. Was runter? What? Wollen wir jetzt unser Haushaltsdefizit schon wieder rauf? Wir haben noch Arbeitslosengeld. Aber selbst wenn ich jetzt die Sachen noch zusammenstreiche, wir kommen nicht auf darauf, dass wir werden es nicht hinkriegen, dass wir in die grünen, in die schwarzen Zahlen kommen. Verschlechterung der Bonität sitzen wir auf 3b. Frisst natürlich alle unsere Ersparnisse wieder jetzt, weil jetzt unsere Schuldzinsen schon wieder steigen. Bodycams kosten. Kriegt man die irgendwie runter? Ganz ehrlich, wir haben so wenig Kriminalität gerade. Warum besteht der Screenshot eigentlich zu 98% aus Creative, weil sonst niemand schreibt? Was will er haben? Luxusgütersteuer von mir aus. Ja, was, wie sind, also. Finde ich alles gerade nicht so ganz ordentlich, auch vom Spiel. Also, wir erreichen hier. Hier erreichen wir nichts mehr. Es gab einen Versuch. Ich meine, wenn man hier nachgeht. Gut, Kriminalität ist jetzt gerade hochgegangen, weil ich die Polizei runtergekürzt habe. BIP ist jetzt runtergegangen, aber ich sag's, wir haben jetzt gerade 43% Arbeitslosigkeit und wir haben 0% Armut. Das ist auch irgendwo ein Erfolg. Unsere Leute sind alle super gebildet.
und super gesund, aber trotzdem adipös und haben Lungenkrankheiten. Ja. Da ist, ich kriege da gemischte Signale vom Spiel. Ansonsten, wo war vorhin unsere tolle Aufzeichnung, wo wir am Kompass sind? Hier. Also, ja, wir sind so ein bisschen zwischen sozialistisch und kapitalistisch geflipfloppt. Wir sind einfach hier unten. Ja. Also, es war ein Versuch wert, aber ich glaube, so ganz als gelöst würde ich die Probleme Deutschlands jetzt nicht bezeichnen. Aber ich meine, ihr könnt ja mal gern auch eure. Vielleicht habe ich auch ein paar richtig dumme Fehler einfach gemacht oder ein paar Sachen einfach komplett falsch verstanden. Vielleicht kann da jemand mal was zu sagen, der das hier öfter spielt. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann vielleicht im Laufe der Woche mit Stardew Valley wieder. Bis dahin.